Und damit hallo zum besten Blätterabend aller Zeiten. Und Alexander hat's drum gebeten, er möchte gerne die äh, drei Besonderheiten aufzählen. Hallo Alexander, dann äh, schieß los. Ich sehe schon, du äh, bist da ganz hibbelig schon, rutscht auf deinem Stuhl Ach. hin und her. Ach, hallo Selma, hallo liebe Zuschauer. Jetzt hat das ja eigentlich schon verdorben, weil ich wollte erzählen, dass wir eine dreifache Premiere heute haben. Also Premiere Nummer eins. Wir haben einen Gast hier, der noch nie bei uns war. Jörg Langer, herzlich willkommen. Hallo. Premiere Nummer zwei. Wir werden die erste halbe Stunde uns eine niegelnagelneue Zeitschrift anschauen. Aber bitte nicht erschrecken. Es geht natürlich um Retro und wir reden hier über die neueste Ausgabe der Retro Gamer, die einige Abonnenten vielleicht schon in ihrem Postkasten haben. Da wunderbar ist, wird die Kamera gehalten. Alle, die nicht Abonnenten sind und äh, es nicht werden wollen, da kommen wir auch gleich noch mal zu. Die können es ab Freitag in wohl sortierten Bahnhofsläden und Kiosken wahrscheinlich. Ja, Kiosken, genau. Perfekt. Und die dritte Premiere ist, wir haben die Erlaubnis des Verlages ähm, Webmedia bekommen, wir dürfen jetzt auch durch die Gamestar blättern. Und das machen wir. Und das war auch der Grund, warum wir Jörg gebeten hatten, mit dabei zu sein, denn er war ja der erste Chefredakteur und ich glaube, Miterfinder, das kann man ja schon sagen, ne? Das gesamte Konzept ja, der Gamestar Also tatsächlich Erfinder. Also Perfekt. Muss man, muss man so sagen. Alles, was du bei der PC Player gelernt hast, hast du mitgenommen und alles, was Scheiße war, hast du nicht umgesetzt. Da war gar nicht so viel Scheiße dran. das, 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 das Neue war im Prinzip dieses sehr strukturierte. Mhm. Und das ist ja nicht wirklich neu. Das ist ja uns Deutschen in der DNA einprogrammiert. Und insoweit war es mir ein Vergnügen und ein Leichtes, diese ganze Rubrizierung so extrem stark zu machen. Und das war eigentlich eine der sachen die wirklich neu war plus die hardware die hatte auch in der ja. form kein anderes heft zu der zeit und ich fand auch dass diese zeitschrift halt von anfang an professionell und für erwachsene war und das hatte mich dann angezogen also meine karriere war powerplay pc player und dann die gamestar da wo ich immer noch abonnent bin mhm. Das, da hattet, hattet ihr mich mit der gamester mit der ersten Ausgabe und dann habe ich wirklich keine PC-Player mehr gelesen. Und als dann auch noch meine anderen Lieblingsredakteure rübergewechselt sind, Stück für Stück, war dann die PC Player zum, zum, ja, zum Leitwesen des Verlages dann für mich dann Geschichte. Ne? Hm. Ja, also, wobei die natürlich weiter einen guten Job gemacht haben. Ja. Aber in der Tat, also dass wir erfolgreich waren, das lag zum ganz großen Teil einfach auch in der Mannschaft, die zum Glück da hingekommen ist. Und das haben sie einige auch sehr schwer gemacht. Der Mick Schnelle, der jetzt leider mhm. äh, verstorben ja. ist, ähm, schon vor geraumer Zeit, ist ähm, zum Beispiel wirklich zögerlich gekommen. Da, der musste wirklich überredet werden. Mhm. Und so konspirative, zu gut Zuredtreffen treffen vom Toni Schweiger. Und irgendwann saß er dann mal bei uns zum Vorstellungsgespräch. Also das, das war, glaube ich, ähm, ja, einfach, das war so ein bisschen ein kleines Dreamteam. Auch von der Powerplay kam ja der äh, Michael Galuschka und mhm. auch der Peter Steinlechner. Und das hat alles gut zusammengepasst. Und ich meine, der Verlag hat es auch richtig angegangen. Der wollte eben auch nicht irgendwie so ein Kuddelmuddel-Heft machen. Äh, der wollte im Prinzip ein Heft, wo auch die Kunden von der PC-Welt auf der Anzeigenseite reingehen, mhm. wo man auch äh, viele Hefte verkaufen kann und hat sich entsprechend präsentiert. Also. Mhm. Kann mich dann ein Meeting mit dem Stefan Scherzer, dem Verlagsleiter, meinem Chef quasi damals erinnern. Da waren wir bei Mindscape SSI und der damalige Geschäftsführer, eigentlich ein ganz lieber, ähm, hat dann irgendwie angefangen rumzupoltern. Ja, und dann machen ihm Leute in Turnschuhen seine Spiele madig und ihm das Geschäft kaputt. Dann hat der Stefan Scherzer gesagt, Sehen Sie mich Turnschuhe tragen, hat er ein langer Tonschuhe an. Jetzt bleiben wir mal ganz ruhig, so in der Art. <laughs> Sehr gut. Und, ähm, und das war so ein bisschen auch ein, auch ein also wichtiger, nicht nur ein bisschen ein wichtiges äh, Erfolgselement. Und natürlich, wo ich heute jetzt als, als Herausgeber der Retro-Gamer mit lächerlichen 16.500 Auflage auch einfach sagen muss. Dieser große Verlag, diese großen Mengen, die da bewegt mhm. wurden, dass man da am Anfang, naja, es war jetzt auch nicht super viel, ein bisschen Fernsehwerbung gemacht hat, dass man Vollversionen reingesteckt hat mhm. und so. Das hat alles dazu beigetragen. Also nicht nur, weil ich da eins, zwei Ideen gehabt habe. Mhm. Und immer noch ein anhaltender Erfolg. Ich bin froh, dass es die GameStore heute noch gibt. Auch wenn die sich geändert hat, aber sie mussten sich ändern. So, aber, meine Damen, meine Herren, Du, das kann lange haben, müssen wir nicht groß vorstellen, oder? Ich glaube, nee. das können wir als gesetzt. Ähm, also, ne? wenn das ich so in den Chat gucke, brauchen wir da nichts sagen, nein. Okay, dann haben wir gesagt, wir machen eine kleine Runde Triple Pursuit. Ähm, wir machen Chat wieder aus, Jörg, nicht Linzen. Alexander, wenn er die Antwort weiß, kann er sowieso nicht. Der war derjenige in der Schule, der immer vorne saß und mit den Fingern geschnippt hat. Also. Ich habe absichtlich vorne gesessen, weil man da nicht weggehen konnte. Zumindest im Studium. Ich saß immer ganz hinten. Ich auch. Ehrlich? Ja. ja, natürlich. Also so vorne. Ja, naja, okay. Okay, also das sind für diejenigen im Chat, die es noch nicht kennen, dass die Fragen von 1988. Die Fragen sind manchmal ein bisschen komisch, aber wir wurschteln uns da schon durch. Welches Meer meinten die Römer, wenn sie von Mare Mediterranum sprachen? Mare Nostrum war ja das Mittelmeer. Was war denn das Mare... Aha, das ist ja spannend. Womöglich irgendein See, so. Ich, ich würde ich würd Richtung Schwarzes Meer ähm, tendieren. Ja. Konstanza und so waren ja auch römische Städte. Ja. Und wegen Griechenland, ne, Nordgriechenland. Mediterrane. Hm, 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 hm. Oder kann es das mehr an der Adria sein? Also Hm. Das ist ja echt eine schwere Frage, Sam, Oh, ne? sorry. Ich habe mich verlesen. Nein, Mediterraneum heißt es. Ja gut, das ändert ah, es nicht. So okay, das retten. Ich dachte, ich betone <laughs> das noch mal, weil es das Mittelmeer ist. Also hast du jetzt die Antwort gegeben? Ja. Also Mittelmeer. Es ist das Mittelmeer. Okay, da haben wir was gelernt. Nächste Frage. <laughs> Wie nennt man ein modernes Radio, das nur den Empfangsteil, aber keinen Verstärker enthält? Ein modernes, ein modernes, Ra modernes Radio. <laughs> es ist nicht DVB-T. Also. Ja, das gab es doch nicht. Na, ein Transistorradio, aber das hat doch beides. Nochmal die Frage, Selma. Wie nennt man ein modernes Radio, das nur den Empfangsteil, aber keinen Verstärker enthält? Also, du erinnerst dich, damals waren so die hifi geräte immer aus so Blöcken zusammengebaut. Da gab es dann CD-Player und so weiter, Plattenspieler. Junior. Sehr gut, Alexander. Genauso. Wollte ich auch gerade sagen. <lacht> <lacht> Wer mein ganzes Bibelgeld für so eine Anlage drauf. Egal, weiter. <laughs> okay. Wer schlug wen im Jahr 732 bei Tours und Portier? Also, Tours und Portier, das müssten doch eigentlich die Engländer haben, gewesen haben bestimmt sein. Haben die Franzosen oder? die Engländer verprügelt, oder? Meinst du echt, die Franzosen haben mal gewonnen? Haben die jemals doch, gewonnen? die haben ab und zu mal gewonnen. Also, wenn sie nicht gerade <laughs> im Schlamm gegen Langbogenschützen angerückt sind, haben sie teilweise gewonnen. Hm. Also, ich bin bei dir. Die Frage ist nur: Engländer oder Franzosen? 50-50. Ja. Also, ja. War das nicht der Beginn des 100-Jährigen Krieges? Nee, mit dem Schwarzen Prinzen, das war später, ne? Das war 13. Jahrhundert. Du bist jetzt 700 was, Selma? 32. 732. Und es sind weder die Engländer noch die Franzosen. Nee, es sind die Muslime. Es sind die Türken, Aha. die von Spanien kamen. Fast. Aber es war nicht Karl Martel, oder? Doch. Ha. Und es also waren die Araber, Aber. Unseren Allgemeinwissenssieger. Ja, definitiv. Ja, das liegt aber nur daran, dass es noch kein Alexander Total War Brain. Spiel aus der Zeit gibt. Hätte es ein Total War zu der Zeit gegeben, wüsstest du es. <laughs> Unter Umständen, ja. Garantiert. Okay, den haben wir, ich noch nie gehört. Welches hm. Bauwerk in Dresden wurde von Matthäus Daniel Pöppelmann erbaut? <laughs> ich glaube, auch das kennt das Bauwerk auch nicht. Aha. Weißt du auch ich nicht, möchte, Alexander? Ich möchte Falsche Show. Mhm. Ja. Wir können also in den Chat Finger, gucken, aber, aber der Chat sagt. Ich habe den Chat überhaupt nicht. Ich bin ich, hilflos. Ich, ich würde reingucken. Der Chat sagt Frauenkirche oder die Semperoper. Oder die Dingenskirche. Aber es muss etwas sein, was der Selma nicht kennt. Selma, wie gut kennst du dich in Dresden aus? Ich war mal da. Vor oder nach der Wende? Also stand da schon was oder war alles Das war vor der Wende. Uh -huh. hm. Und dann, dann kannst du dir ja vorstellen, schon? wie alt ich da war. <laughs> nee, also ich habe keine Ahnung. helsi sagt das Richtige. Ich wusste gar nicht ich, ich, Also, der Zwinger. Aber ich weiß nicht, was das ist. Weißt du es, das Alexander? Ist, ja, der Zwinger ist der, der Königspalast. Das ist da, wo diese, drei, äh, wo, die, wo diese türkischen Gangster eingestiegen sind und die Juwelen aus der grünen Krotte ja, geklaut genau. haben. Das ist ah, im Zwinger. Okay. Das ja. wusste ich nicht. Nee, ich auch nicht. Wozu hat die Eierschlange spezielle Wirbelfortsätze, die bis in die Speiseröhre reichen? Um sich zu übergeben, wenn das Ei nicht gut geschmeckt hat. Ja, ja, ja könnt schon hinkommen. So, also, die, wenn man sich übergeben will, musste, haben die Römer es doch so Federn genommen. Na? Nach so einer also mit Essen, <laughs> Orgie. Zumindest laut Asterix und Obelix. Also, Lothring möchte die Frage nochmal hören. Wozu hat die Eierschlange spezielle Wirbelfortsätze, die bis in die Speiseröhre reichen? Also, das, die, die Wirbel müssen dann ja nach, an der Wirbelsäule nach innen gehen. Zum Eierknacken. Eierknacken. Ja, um, das stimmt. Ja. Das ist logisch, Als Eierschneider in Anführungsstrichen, aber ja. Aber warum nimmt die Schlange das Ei nicht einfach und schlägt es auf den Rand des Behältnisses, wie es jeder normale Eieresser macht? 1988 auf wussten die das noch nicht, dass man das so macht. Äh, die armen Tore. <laughs> Diese Eierschlangen. <laughs> wie nennt man. Die Spitze beim langlauf Langlaufski und Ski mit SCHI. Oh. Ich bin sogar mal Langlauf gelaufen. Was, Was hat mein Lehrer gesagt zu den Dingern? Das wurde nie thematisiert. Mhm. Ich musste immer nur die Fersen gut anheben im richtigen dynamischen nach Vorwärts schreiten. Der Chat sagt vorne. Ja, das ist richtig, aber die scheinen <laughs> wohl auch noch einen speziellen Namen zu haben. Ich sag Spitze. Spitze. Schaufel. 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 Ich hab's schon mal Ja, alle. bei mir war das eher eine Schaufel, das stimmt. Ja. <laughs> Nicht hinten ist auch gut. So. Gut. Perfekt, ich glaube, da so. sind wir durch. Haben, haben wir geschafft? denn erwähnt, dass der Jörg nicht die ganze Zeit bei uns sein kann, sondern wie bei Wetten, das, bei den Promi-Gästen kann er nur eine begrenzte Zeit hier sein, weil sein Hubschrauber dann nach Hause fliegt? Und Darum wir haben wir jetzt so viel Zeit mit diesen Fragen verschwendet, um uns als unwissende Klötze darzustellen? Ja, jetzt ich, so, ich dich sehr. als unwissender Klotz. <lacht> 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 Nein, ähm, wir sind trotzdem sehr dankbar, dass du dabei bist und ich habe Verständnis, dass du nicht die ganze Zeit dabei sein kannst, weil ich möchte natürlich auch wieder morgen Content bei Gamers Global sehen. Mm. Content für die Retro-Gamer, ähm, wann fängt die nächste Ausgabe an? W wann musst du da anfangen? Naja, die letzte ist noch nicht vorbei, weil tatsächlich bin ich gerade noch damit beschäftigt, Videos zu schneiden. Heute früh kam ein, ja heute Mittag eigentlich erst, weil ich noch einen Fehler eingebaut hatte in letzter Minute, kam ein Video zu einem Besuch ähm, in Bamberg bei einem Sammler namens, ähm, da kann man sagen, weil es auch im Artikel und im Video mhm. zu sehen und zu lesen und zu hören, Daniel ähm, Amon und... Ähm, ja, äh, da habe ich quasi für eine Seite Retro-Szene vor Ort die besucht, mir die Sammlung mhm. zeigen lassen. Der macht das mit seinem Vater zusammen, der das angefangen hat. Und ähm, das habe ich jetzt geschnitten und veröffentlicht, aber jetzt warten noch zwei weitere Retro-Gamer-Videos drauf. Und jetzt kommt ja das Heft am Freitag raus. Also das, das, das Heft ist noch nicht ganz durch. Und das nächste beginnt dann eigentlich schon wieder in der Woche, weil man muss ja erstmal... Mhm. Ähm, die Autoren fragen, wie viele Seiten wollt ihr beisteuern, habt ihr schon Thema, wenn nicht, gebe ich gerne so ein bisschen eine Richtung vor, aber in der Regel haben sie immer was. Und dann wühle ich mich durch die englischen Hefte ähm, und suche da Artikel aus und daraus bastle ich dann so ein Grundgerüst vom Heft und beauftrage dann halt auch die Lokalisierer und dann machen wir das so in drei bis vier Schüben. Alle zwei Wochen gibt es dann eine Abgabe, fängt es natürlich, die brauchen dann erstmal ein bisschen Zeit, um anzufangen. Und dann ist das nächste Heft auch schon wieder da in zweieinhalb Monaten und fertig. Das irgendwie ist da nicht so viel Leerlauf. Oder wenn man viel Leerlauf hat, wird sehr stressig. Wie lange kannst du dich denn über eine Neuerscheinung dann freuen? Ja, also sagen wir mal so, die Zeit, wo wir mit Retro-Gamer nichts haben, bin ich ja dann mit Gamers Global beschäftigt. Also es ist nicht so, dass ich einen Großurlaub Urlaub mache. Aber es ist schon mal schön, weil die die letzten zwei Wochen sind doch immer sehr stressig. Mhm. Und dann mal keine Abgaben zu haben, bloß ein bisschen so, was machen wir im Heft, wo kriegen wir noch Abonnenten her. Jetzt haben wir aktuell fürs 3.2024, fürs, ähm, haben wir ähm, eine äh, Vollversion oder besser gesagt sogar zwei aufgetan, so wirklich wie in alten äh, Gamestar-Zeiten, allerdings nur für Abonnenten. Und das habe ich vor einem Monat vorbereitet. Man muss das ja auch erstmal irgendwie technisch hinkriegen. Ich bin ja technisch nicht bewandert. Ich kann das nur mit so Plugins irgendwie versuchen zu lösen. Und ähm dann hat das so in meinem Test geklappt und heute denke ich mir, verdammt nochmal, was ist denn da los? Lauter 0-Euro-Verkäufe, mein System ist kaputt. Und dann waren das natürlich die ersten 40 Leute, die sich die äh, Vollversion gezogen mhm. haben. Sehr gut. <laughs> Aber ich hatte schon wieder vergessen, wie es dann ja. bei mir im System aussieht. Ja. Aber es funktioniert. Also man kann sich okay. tatsächlich die Steam-Keys dann ähm, rausholen quasi. Perfekt. Ähm, verrätst du, was es ist, damit die Leute noch schnell Abonnent werden? Aber das hilft nichts, ne? Wenn man jetzt doch, Abonnent doch, wird, wir können, man Auch erst wenn du jetzt ah. noch Abonnent wirst, selbst, also wenn du jetzt das Heft am Kiosk kaufst oder per Einzelheft bei uns im Shop, äh, wenn du bis zum Ende der Angebotszeit, das ist Ende mhm. August oder Mitte August, also wenn halt das nächste Heft kommt, wenn du da irgendwann Abonnent bist, kriegst du die Vollversion. Es ist Pizza Connection 1 und 2. Super. Also als zwei Keys und äh, sind beides schöne Spiele. Das ja. dritte ist ja recht umstritten. Ich glaube aber ein bisschen zu Unrecht, weil es, es war halt am Anfang verbuggt, da haben es aber meines mhm. Wissens nachgebessert. Der Kollege hat es auch nochmal gespielt, meinte, nö, funktioniert wunderbar. Mhm. Um, und das andere ist, wenn, wenn natürlich gerade im Retro-Bereich bei Klassikern, bei deutschen Klassikern, wenn da halt dann eine neue Version rauskommt, ist es sehr schwer, die Gnade der Zielgruppe zu finden. Mhm. Also es klappt, glaube ich, öfters nicht, als dass es klappt. Ja. Und das liegt einfach daran, dass wir alle, glaube ich, in Wahrheit ähm, wollen wir dasselbe nochmal in etwas schöner haben. Aber ansonsten genau dasselbe, mit genau mhm. den doofen KI-Gegnern, die man austricksen kann, wie man sie schon immer ausgetrickst hat. Und wenn dann halt ein Hersteller wagt, etwas anders zu lösen, mhm. dann muss es schon sehr, sehr durchdacht und gut sein, damit es akzeptiert wird. Eins der wenigen Beispiele, die funktioniert haben in letzter Zeit, aus meiner Sicht, und ich warte mit Schrecken auf diese Gothic-Bestrebungen, die es <laughs> gerade gibt. Also wirklich mit Schrecken, das kann fast mhm. nur schiefgehen. Auch bei der Zielgruppe, die ja wirklich mhm. so viel Kummer gewohnt ist mit Gothic 3 und gleichzeitig 1 und 2 so verherrlicht und die Nacht daran. Aber ähm, äh, Jacket Alliance 3 war letztes Jahr wirklich mhm. eine positive Überraschung. Mhm. Ich jetzt in Kürze auch ein Let's Play mit anfangen. Ah, sehr um, schön. Ja, ja, mit so ein paar Ju also wir machen das immer als Crowdfunding mit Spenden, mhm. weil wir ja. eine relativ geringe Reichweite haben, das lohnt sich für uns nicht auf Twitch oder so, aber die Leute, die es halt wirklich interessiert, die schieben das quasi an mit ihren Spenden, dann mache ich das und dann können die Spender auch ins Team kommen mit so einer plug Mod. Beziehungsweise ist eigentlich eine Mod, die dir mehrere eigene Söldner schenkt. Und das habe ich mir überlegt: ist das, macht das das Spiel kaputt? Und nee, eigentlich nicht. Man muss es halt wissen, dann muss man halt den Schwierigkeitsgrad ein bisschen erhöhen, weil du durch diese ähm, selbstgemachten Söldner halt keine äh, Soldkosten hast am Anfang. Mhm. Und das ist das, was gerade wenn du auf Impossible spielst bei Jagged Alliance 3, Du musst die ersten zweieinhalb Wochen, du musst es irgendwie schaffen, die, die erste Insel zu befreien und die erste Mine. Wenn du das schaffst, dann ist Impossible nicht viel schwerer als die anderen. Mm -hmm. Aber da du bei Impossible nur mit 24.000 schaffst bei Jagged Alliance 3 und da du halt ähm, mehr, mehr und schwierigere Gegner hast, ist das echt hammerhart. Naja, auf jeden Fall, das Jagged äh, Alliance 3 ist so eins der wenigen wirklich positiven Beispiele. Ist zwar in vielerlei Hinsicht genervt im Vergleich zu Jagged Alliance 2. Aber hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe dem im Test eine 8.0 gegeben, hatte auch Probleme, aber es war wirklich, sie haben es im Geiste als Nachfolger platziert, mit neuen Spielmechaniken vereinfacht, ein bisschen gestreamliner. Und es hat Spaß gemacht. Also, das ist, glaube ich, das Optimum, was du erreichen kannst mit einem Nachfolger. Mhm. Mir fällt noch ein zweites Beispiel ein. Mhm. Die Retro-Gamer, seitdem du es übernommen ah. hast. <laughs> um die Brücke zu schlagen, aber es ist Eleganz tatsächlich stumpf. den etwas weggaloppierenden Gast wieder Ich wollte ja. den Hagen machen <laughs> mit seinen Übergängen. Ich hoffe, ich kann ihn Ehre bereiten. Und als kriegt <laughs> man so einen schönen Kunstdruck, der dabei ist. Fantastisch. Im letzten war übrigens ähm, Monkey Island drin. Ja. Oh, ja. eingerahmt sogar, sehr schön. Ja, das ist das Beruf und wir haben weil im Shop an seit einem Tag, aber wollte noch niemand kaufen. Okay. <laughs> Man kann aber das jeden Rahmen nehmen, das ist völlig ja. egal. Also, ich bin erstmal heilfroh, dass es die Retro Gamer noch gibt. Ich war echt traurig, als Anfang des Jahres die Nachricht von dir kam, dass der Verlag da nicht mehr will, weil es ist echt einer meiner Lieblingszeitschriften. Das mhm. ist einer der Zeitschriften, die ich wirklich von A bis Z lese in den drei Monaten. <laughs> Komplett. Also ich weiß gar nicht, ob es doch andere gibt. Ich glaube, nein, das ist die. Und als es dann die Bestrebung gab, sie zu retten, war ich einer der Ersten, die sich dann in den Newsletter eingeblockt haben. Und ich habe auch deinen Server getestet an dem Tag, als man dann endlich bestellen konnte. Das habe ich dann auch getan und ich bin froh und ich hoffe, dass es auch weitergeht. Und deshalb bin ich umso glücklicher, dass wir dir heute auch die Möglichkeit geben können, das hier vorzustellen. Selma, wollen wir in die Retro-Gamer einsteigen, dann kann vielleicht der Jörg ja. uns ein bisschen also, darüber erzählen, weil das Titelbild, Jörg, äh, und, und Selma, das gefällt dir schon mal, oder? <laughs> Erstaunlicherweise, also ich bin ja normalerweise nur PC-Spieler und kenne mich mit Konsolen nicht aus, aber Final Fantasy 7 VII und 8 gab es auch für den PC und das habe ich auch gespielt, ja, also diesmal kann ich kenne ich sogar alle. <laughs> Sehr gut. Wer hatte die Idee? Ist, ist das ein, ein Cover von der englischen Retro Gamer? Oder nee, nee, nee. Ist das... Ähm, das haben wir selbst gemacht. Das war auch echt ein Kampf, ähm, weil ich hatte halt ganz bestimmte Vorstellungen, was da drauf soll. Und der Layouter kam halt zum Beispiel an mit einer Lara, die aus einer späteren Variante war und die höher aufgelöst war. Dann mhm. hat er ein gezeichnetes Bild genommen, wo ich ihm das schon zugeschickt hatte im Prinzip vom, vom Cloud. Aber ich wollte halt diesen Low-Poly-Look haben, weil das waren die 90er. Und gut, beim Duke gibt es da nichts. Du kannst nicht das Pixel-Modell aus dem Spiel nehmen. Es gibt zwar Polygon-Renderings vom Duke, aber das ist dann halt so Fanart. Das wollte ich auch nicht nehmen. Darum ist der halt letztendlich das Packungsmotiv. Aber nee, das haben wir selbst gemacht. Das ist auch ein ganz gutes Beispiel, was wir so machen bei dem Heft. Wir haben ja mittlerweile. Doch recht viele deutsche Autoren. Ich habe mit Schrecken bemerkt, in dem Heft sind es 14 deutsche Autoren wow. und wieder wegen Geld von mir auch. Das finde ich ganz, <laughs> ganz unangenehm. Warte okay. mal, ich zähle nochmal nach. Ja, ja, ja komm, ne. Und ähm, die schreiben ja schon mal einen guten Teil der Artikel und dann übersetzen wir aus dem Englischen. Aber jetzt zum Beispiel dieser 90er-Jahre-Artikel, der war auch schon in einer der letzten drei oder vier Retro-Gamers aus England drin. Mhm. Aber ähm, irgendwie. Haben die Engländer ein Problem damit anzuerkennen, dass es außer Konsolen und Spektrum noch andere Plattformen gab? Und also das hört sich jetzt auch lästern an und das ist es ist natürlich irgendwie auch, aber es ist ein gutherziges Lestern. Ähm, in diesem Artikel, wo es um die 90er Jahre geht, 90er Jahre, wo so viel, also wo der PC die klarführende Plattform war, und zwar weltweit, und in Deutschland gleich dreimal, wo Sachen rauskamen, also alles Mögliche von Common Conquer über Age of Ever, also. Und, und in Age of Empires hatten sie überhaupt nicht drin und, und ein Dutzend <laughs> anderer, wirklich super wichtiger Spiele auch nicht. Und das ist so ein Beispiel, wo wir so einen Artikel nehmen und im Prinzip dekonstruieren und neu zusammensetzen und 15 eigene Bilder einbauen. Dann habe ich noch einen neuen Vorspann, einen neuen Dreiseiter dazu geschrieben, weil es uns als Titelgeschichte zu wenig war. Die englischen Hefte sind ja viel dünner als unsere. Die haben mhm. 98 Seiten, glaube ich, oder 96, also wirklich die Hälfte, kann man sagen. Und da kann man schon auch mal aus ihrer Sicht eine zehnseitige Titelgeschichte ohne Großes drumherum machen. Aber ich finde halt, wenn man eine Titelgeschichte macht, es muss es nicht die längste Geschichte im Heft sein. Das wäre ja auch irgendwie blöd, dann hängt noch vier Seiten Gelaber dran. Aber es sollte schon eine der längsten sein, eine der, der wichtigsten Stories. Und, und das ist ein gutes Beispiel dafür. Also, das ist letzten Endes, wir haben dann auch alle, wir haben dann praktisch die beiden englischen Originalautoren abgebildet aber eben auch den Tom Schmidt und, und mich und halt dadurch ausgedrückt, weiß nicht, ob man das mhm. sehen kann, ja. dass da Wunderbar. wirklich letzten mhm. Endes jetzt vier Leute dahinter stecken. Genau, und so ist es zum Cover gekommen. Da wird echt viel rumgemacht. In der Regel haben wir auch zwei komplett unterschiedliche Covers, manchmal sogar drei. Die kriegt aber dann der User eigentlich nie zu sehen oder der Leser, weil, mein Gott, das überlegen wir uns halt. Und dann wird viel, also es, man glaubt gar nicht, also dass hier die 90er steht, das ist, das ist aus gestalterischer äh, Sicht, ist das total schwierig, weil wo machst du dieses die und ä, er, er hin? Ähm, wenn du das so machst, wie es ein normaler Mensch machen würde, entstehen da Löcher auf einmal. Dann stand da die 90er Jahre, also am Ende fließt da viel Zeit rein, die keiner bemerkt außer uns, aber ich bin sehr zufrieden mhm. mit dem Cover, also es ist echt ein schönes und wir haben ja im Vergleich zu früher ein bisschen aufgeräumt. Ich, ich will nicht mhm. mehr, also es sind immer noch, also es muss voll sein, sonst wirkt es nach, da ist nichts drin. Aber wir haben die Zahl der Themen extrem reduziert. Das oben, dass mhm. da irgendwas steht, hatten wir schon immer. Und mhm. dann hatten wir aber unten in der Regel drei Themen. Und dann hatten wir hier noch 30 Spiele aufgelistet. Im, im festen Glauben des alten Verlags, wenn da ganz klein ein mhm. Spiel steht, das irgendjemandem gefällt, kauft er deswegen das Heft. Und das glaube ich nicht. Das ist nur irgendwie Spuren, die man gar nicht wahrnimmt, aber irgendwie machen sie das ganze unaufgeräumt. Und insoweit, ich bin da bin da sehr zufrieden mit. Wir haben einige neue Rubriken ins Heft genommen. Mhm. Jetzt in dem äh, werden wir vielleicht noch sehen, haben wir den Anteil der Hardware sehr stark erhöht, wobei Hardware alles ist. Das ist Peripherie, das ist eine Konsole, das ist was zum Gameboy und so Geschichten, weil wir einfach denken, dass das Retro nicht nur diese diese Softwarekomponente haben soll. Das sollte auch Hardware dabei sein. Was ist denn dein Lieblingsartikel geworden? Ah, oh, das ist eine gute Frage. Also, ich finde, das sind echt extrem viele starke Artikel drin dieses Mal und vor allem von den deutschen Autoren. Also, ich fand vom Hardy Hessdörfer oder finde sein Unter der Lupe zu dem von vielen wahrscheinlich längst vergessenen äh, Ultima-Klon Die dunkle Dimension. Finde ich richtig mhm. klasse. Ähm, vor allem bei mir, ich bin ein Riesen-Ultima-Fan, vor allem von den alten, mit dieser schönen Kachelgrafik. Und, ähm, also das mit dem Hardy zusammen, da, da haben wir auch viel hin und her gemacht und noch Sachen reingetan und so im Laufe der Entstehung des Artikels. Es hat mir echt Spaß gemacht. Ähm, aber auch genauso ganz großartig von Paul Kautz der Artikel zu Budokan, was ein wirklich ganz ungewöhnlicher, eigentlich kein Prügler war, sondern fast schon eine Simulation von verschiedenen Kampfsportstilen. Also da haben wir viel starkes Zeug drin. Der, der Rüdiger Steidler hat zu DSA beigetragen, mhm. äh, hat beigetragen einen Artikel zu DSA. Also geschrieben mhm. hat er ihn ganz allein, hat nicht nur beigetragen. Und ähm, das ist ja auch ein bisschen Strategie natürlich. Äh, wir haben mit den neuen Rubriken, wie eben unter der Lupe jetzt eben die Chance, spezifisch deutsche Themen zu besetzen, mhm. weil du wirst in einer englischen Retro-Gamer halt ums Zerrecken keinen, vielleicht mal aber du wirst kein schwarzes Auge nee. finden oder, oder, oder die dunkle Dimension, die wissen gar nicht, was es ist. Ja. Und ähm, gibt es auch von Winnie wieder ähm, eine Fullset-Geschichte? Nee, dieses Mal kein Fullset. Oh, ähm, also, äh, pausiert dafür hat er, was er als die allerletzte im Universum mögliche äh, Machina Obscura äh, gemacht, nämlich das äh, Smile VM. Das war so ein... Ja, so eine Billigkonsole für Kinder, die aber von der Leistung ja dann in der Profassung gar nicht schlecht war. Aber das Fullset geht natürlich weiter. Nee, genau was wir gemacht haben, wir haben äh, aus leider gegebenem Anlass vom Winnie relativ kurzfristig noch einen Nachruf an den Toriyama-San reingenommen. Mhm. Und es ist bei so einem Heft das ist wirklich erstaunlich, sind 180 Seiten, auch nicht wahnsinnig viele Anzeigen. So ein Dings, wo ich mich noch gerne verbessern würde, weil ich Herausgeber bin, muss die ganze Zeit. Vor allem, man ah, früher Antrag vergleicht. Drin. Und ähm, <laughs> also es ist wirklich Platz, Platznot. Ich, ich habe in jeder Ausgabe auch Artikel, die ich schon habe übersetzen lassen. Bezahle ich natürlich auch, aber das ist nicht so wahnsinnig viel im Vergleich zu Artikeln. Ähm, die ich wieder rausnehme, weil ich das noch drin haben will und das und hier. Und dann haben wir so viel Leserfeedback bekommen auf die Erstausgabe, dass ich jetzt gesagt habe, das kann nicht sein. Wir machen, wir machen vier Seiten Retrofeedback dieses Mal nicht nur zwei. Und auf einmal, dann, dann habe ich so, ich habe so einen ganz elaborierten Excel-Plan, wo alles, ach, das ist, damit könnte man die Welt erklären mit diesem Excel-Plan. Würde rauskommen, macht keinen Sinn, abschalten. <laughs> Und ähm, da wird dann so unten ganz rot, minus sechs oder plus sechs Seiten, plus sechs. <laughs> so Warnmeldung. Ein muss in letzter Minute, ah, das nehmen wir, oh nee, ach nee, dann schieben wir halt was, was ich in die nächste Ausgabe. Comanche hat es erwischt dieses Mal. Okay. schöner Comanche-Artikel. Na, schade. Und ja, ach, so nee. fühlt sich das Heft. Also der ja, Chat Dreamcast. ist der Meinung, du solltest Vial, Softsale oder Joysoft mal anfragen. Ich glaube, das äh, lohnt sich jetzt vielleicht dann doch nicht mehr. Lass die Anzeigen schalten. Ja. Ach, ich finde das fast lustig. Also ich mache ja bei den man wie Heinrich hat, wir machen einmal im Monat eine Zeitreise. Mhm. Und was ich dann beim, weil wir bereiten das natürlich vor, wir, wir, wir machen uns Notizen, greifen Zitate raus, das ist eh schon der Albtraum dieser Podcast, wie lange der brutto immer dauert, weil das halt immer so viele Hefte sind. Aber ähm, am, am Ende kommt dann meistens so ein ganz altes Heft wie der Happy Computer, mhm. ähm, wo jetzt just vor 40 Jahren Heinrichs allererster Artikel drin stand, zu irgendeinem Spiel, das ich schon wieder vergessen habe. Und. Ähm, die Anzeigen, wenn dann so die Listings sind und so viel D-Mark und ach, weil ich habe ja da auch eingekauft und gab's Versender, die waren irgendwie immer günstiger als die anderen ja. und nett und dann gab's komische Versender, da hat man nie was bestellt, weil man gar nicht verstanden hat. Aber das waren dann halt oft Importhändler und das habe ich so ganz am Anfang, so mit zwölf habe ich das nicht so überrissen, mhm. dass natürlich die Importspiele wirklich importiert waren. Die mussten die selbst einkaufen, oft zum zum echten Preis, dann war der Dollar damals ja unglaublich mhm. zur D-Mark gestanden, teilweise. Oder 3 auch zu eins ja. Und, und das hat die Dinger halt dann, ich weiß noch, Ultima 3, da habe ich, glaube ich, 150 Mark für gezahlt, für ein blödes mhm. Kettenspiel aber war halt so. Ja, ja, war so. Ja, echt tolle Spiele. Lemming sehen wir hier gerade. Klassiker geht immer. Dreamcast habe ich gerade gesehen, da hat sich. Ähm, der freund meiner schwester sich in mein herz äh, reingeschmuggelt weil ja, er hatte ihr das denn? geschenkt er hatte das ihr geschenkt ja und als sie ihn dann sich von ihm getrennt hat hat sie ihm das ding zurückgegeben ich so bist du wahnsinnig <laughs> das ist kein verlobungsring <laughs> weiß übrigens bei lemmings was wir gerade sehen das ist die ähm, c64 fassung tatsächlich mhm. Die kennen mhm. gar nicht mal so viele, weil das kam ganz, also es war eins der letzten Spiele, die für ein C, also von, von sag ich mal, Triple-A-Spielen mhm. damaligen, die für ein C64 noch erschienen sind. Aber sieht tadellos aus. Also ja, ja, ja. würde ich Schön spielen. Auch. Die Steuerung war halt ein bisschen doof mit dem Joystick. Ja, mit dem Joystick ja. war nicht so gut wie mit der Maus, ganz klar. Ja. Ach, und Rick Dangerous. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Echt? Der Vorgänger von Lara Croft. Da hat alles angefangen. <laughs> ja, ja. Aber du hast es nie durchgeschafft, oder? Nein, habe ich nicht, aber ich werde es immer mal durchschaffen. Ein verdammt hartes Spiel, wie auch Spelanka und solche ja. ähnlichen Höhlenforschereien. Ein, ein Pixel zu weit gelaufen und du warst tot immer. Ja, ach super. Also schon allein wegen diesem Spiel lohnt es sich, diese Ausgabe zu kaufen. <laughs> Eindeutig. Und bitte abonniert. Die Retro Gamer, weil dann bleibt beim Jörg auch was übrig. Ich war ähm, vor vier, fünf Wochen am Hauptbahnhof in Mainz mhm. und da lagen vier, fünf von den Retro Gamern und da wurde ich so ein bisschen nervös. Aber dann war ich wieder beruhigt, weil du dann im Montagspodcast positiv berichtet hattest, dass du zufrieden bist. Dann habe ich mich wieder beruhigt. Aber als ich diese fünf gesehen hatte, dachte ich mir: Oh, oh, kauft die jetzt keiner. Aber das war, ist das ein Mainzer Problem gewesen oder? Naja. Allgemein sind wir gerade überglücklich. Ich kenne immer noch nicht die finalen Zahlen. Mhm. Ich warte auch noch. Ich kriege dauernd Rechnungen, aber ich warte noch auf so eine Abschlusszahlung. Mhm. Aber ähm, wir sind offiziell überglücklich, dass wir nur zwei von drei an die Kioske gelieferten Hefte weggeworfen haben. Und Super. im Bahnhofsbuchhandel haben wir tatsächlich nur jedes zweite weggeworfen. Mhm. Aber ich komme aus Schwaben und ich möchte gar nichts wegwerfen. Ich möchte das gerne... 95 Prozent verkauft werden, aber das ist unmöglich. Und die meisten Hefte heutzutage schmeißen drei von vier Heften weg. Ja. Also, Und, liebe Zuschauer, ja, nachhaltig. Ja. Nachhaltig ja. heißt abonnieren. Na, da gibt es noch einen anderen Punkt. Also, ich, ich bin wirklich froh, wir haben, also keine Ahnung, was die genaue Zahl ist, aber sagen wir mal, wir haben, wir haben gut 4000, vielleicht sogar noch mehr Hefte allein äh, am, am Kiosk verkauft. Das ist echt gut. Und äh, jetzt könnte man überlegen, ah, da freut sich der Jörg, der hat er viermal wahrscheinlich von den 14,90 Euro, er kriegt doch bestimmt 12,90 Euro, das ist ja richtig viel Geld. Ähm, ich möchte es jetzt nicht in aller Öffentlichkeit offenbaren, aber es könnte sein, dass ich in Wahrheit für jedes verkaufte Heft sogar noch was hinlege. Hm. Wenn man nämlich einberechnet, dass ja die beiden Hefte, die weggeworfen worden sind, es ist einfach so, dass die auch Geld gekostet haben, mhm. dass die so, äh, ja. hingeliefert werden mussten, dass die Kioske die erst einkaufen, aber dann wieder an mich zurückverkaufen, äh, abzüglich einer Vernichtungs- oder Remissionsgebühr. Und das ist so ein bisschen scary. Es liegt auch ein wenig daran, dass ähm, die großen Verlage, die immer noch hochauflagige Titel haben, im Prinzip ihre Marktmacht genutzt haben, um den kleinen Verlagen, den kleinen Objekten, die Rabatte quasi zu verringern oder beziehungsweise ja, man braucht es gar nicht kompliziert machen, für sich selbst äh, bessere Konditionen ausgehandelt haben. Und ähm, das heißt, dass wir dem ähm, zum Beispiel Bahnhofsbetreiber äh, in Mainz einfach mehr abgeben müssen ja. als äh, eine Bilderfrau oder so etwas prozentual. Ja. Wobei, also, ja, ich bin immer für ähm, ja, korrekte Beschreibungen. In Wahrheit ist es so, der Kiosk kauft quasi das Heft ein mhm. und äh, verkauft es dann zum Kioskpreis und aus der Spanne macht er seinen Gewinn. Und äh, er kriegt dann von uns quasi höhere Rabatte und die Bilderfrau, mhm. die kriegt er mit geringeren Rabatten. Also, so ist der, der tatsächliche Ablauf. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, mit dem Kioskheft freuen wir uns natürlich auch, wenn die verkauft werden. Das sorgt für Reichweite. Das ist auch nicht unwichtig, um Anzeigenkunden zu sagen: Hey, wir haben so und so viele tausend verkaufte Exemplare. Ähm, aber im Gegensatz zu einem Einzelheft, das man direkt bei mir im Shop bestellt, auf retro-gamer.de, äh, da bleibt schon deutlich mehr hängen bei uns, obwohl da eine andere Partei die Hefte verschickt, mhm. das Porto kostet, was wir nur zum Teil weitergeben an die Besteller. Aber beim, beim Abo ist es wirklich so: da bleibt am meisten hängen, obwohl wir da. In Deutschland kostenlos zuschicken, äh, obwohl wir 15% Preisnachlass geben, bleibt da deutlich, deutlich mehr hängen als am Kiosk. Und insoweit, mhm. mein Ideal ist, Menschen stolpern am Kiosk über die, <laughs> die Retro-Gamer, kaufen sie oder auch bei uns im Shop oder das E-Paper kann man ja auch kaufen, ist auch günstiger. Und wenn sie sich dabei ertappen, jetzt schon zum zweiten Mal ein einzelnes Heft zu kaufen und sich vielleicht überlegen, naja, eigentlich könnte ich doch das auch einmal im Vierteljahr. Dann wäre es echt toll, wenn man über ein Abo nachdenkt. Ja. Aber Gott, also bitte, bitte kein, nicht aus schlechtem Gewissen auf den Kiosk verzichten. Oh, da tue ich dir <laughs> was Böses. Weil diese, diese seltsame Situation entsteht halt dadurch, dass so viel weggeworfen werden muss. Mhm. Ja. Ja, ist schon so, also nominell pro Heft bleibt natürlich Geld bei uns übrig. Ich meine, wir kosten 14 fucking Euro 90 da muss ja was übrig bleiben. Aber ich muss ja die, die reellen Kosten zusammenrechnen. Genau, ja. Willi, es gibt auch ein Digital-Abo, also du musst nicht die Printausgabe kaufen. Den Link hatte ich gerade eben schon mal gepostet, mache ich nochmal. Aber die Papierqualität ist so schön geworden und es macht so viel Spaß, durch eine Zeitschrift zu blättern und auch diesen, sind das die Lösungsstoffe, die man da riechen kann? Oder? <laughs> ich weiß nicht, also, so ein neues Heft riecht halt nach irgendwas, Bindemittel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall macht es immer sehr viel Spaß, durchzublättern. <laughs> ja, es soll ja Leute geben, die an ihre Hardware riechen am Steam Deck. Und da hat der Steam ja gesagt, bitte nicht machen. Echt? Ja. Oh, auch nicht schlecht. Habe ich auch gedacht. Ja, ähm, ja, gibt es noch irgendwas, was du uns so Retro Gamer sagen möchtest, bevor wir zu einer anderen Publikation wechseln, die auch von dir geschaffen worden ist in grauer Vorzeit. Ja, eure Zuseher haben es ja jetzt schon vielleicht äh, erahnt, aber ich könnte über jede Seite ungefähr eine halbe Stunde reden, wie toll ich es finde, dass die Nina Schild, wo wir gerade durchgescrollt sind, für uns mhm. schreibt und etliche andere. Ähm, aber vielleicht jetzt ganz konkret noch eines. Wir machen ein äh, Grillfest am 13.07. und da kann man äh, teilnehmen gegen Kostenpauschale. Um, wer sich dafür interessiert, einfach mal auf der Website oder im Heft gucken. Es sind noch ah, ich weiß nicht, aber so 50 Tickets ungefähr gibt es noch aktuell. Das ist die Gelegenheit, echte Redakteure anzufassen oder zum Beispiel sein Hemd... Was mit hast du Hemd denn heute nicht? mit Ein Anfassen immer? Ja also, Anfassen bitte nur rhythmisch und in... Du, nein, <laughs> nein, ähm, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Jetzt, aber, jetzt sind wir explizit. Ja, danke schön. <laughs> aber, ähm, also nee, das ist... Also, braucht keine Angst haben, wir machen das bei Gamers Global schon seit vielen Jahren. Du hast ja schon erzählt, du warst schon bei einem Weihnachtsfest ja. dabei, Grillfest haben wir auch schon oft gemacht. Das ist echt eine familiäre Atmosphäre. Ja. Da kommen auch keine Idioten, irgendwie Idioten kommen da erst gar nicht. Da kommen nette Leute, die sich für Spiele interessieren, die aber über andere Themen auch reden können und bringen teilweise Frau und Kinder mit und das, das ist immer echt sehr schön. ein Langer schöner Nachmittag und Abend. Ja. Es lohnt sich. Und wenn ihr es bestellen wollt, müsst ihr dann in den Shop gehen von der Retro Gamer, oder? Ja, ja, genau. Das war ja auch eigentlich äh, relativ, äh, ja, wie der Vater zum Kind, ohne dass irgendwas vorher gewesen wäre. Äh, wir, wir hatten ja gar nichts, als wir angefangen haben. Und ähm, ich habe im Prinzip dann irgendwie eine Webseite <laughs> haben wollen, weil irgendwas brauchst du ja. Und hatte aber den Plan, dass so Abo-Verwaltung und Shop, das will ich alles gar nicht machen. Aber. Ähm, ja, also das mussten wir am Ende dann doch alles selbst machen. Aber das Gute ist, ich kann mit dem Shop jetzt auch machen, was ich möchte. Zum Beispiel die Vollversion mhm. ist ein Produkt für 0 Euro, das aber nur Abonnenten einmalig ähm, mhm. nutzen können. Also ist alles über alles über dieselbe Anmeldung. Oder wir haben ein bisschen so Merch jetzt neuerdings, den wir verkaufen, so so so, so T-Shirts und Zeug und auch also alles über den Shop, eine Anmeldung. Und als ich damals gesucht habe im November, Oktober, November letzten Jahres nach, nach Partnern. Da konnten die einen konnten einen Telefonhörer abheben, die nächsten konnten E-Paper, aber sie konnten nie beides gleichzeitig. Oh super, das mögt ihr, solche Effekte. Was von... ist das? Was machst du da? Das ich ist noch merken. das Riechen am Heft, das du mir gerade auch gezwungen hast. Und insoweit, ich ärgere mich zwar echt, weil ich, ich bin wirklich kein Programmierer oder Webdesigner oder sowas, um was ich mich da für Mist kümmern muss teilweise. Ähm, aber das alles aus einer Hand zu haben und, und das ist einfach so viel wert, statt ständig dann irgendwelchen uninteressierten Horsts erklären zu müssen, warum du jetzt einem Abonnenten, dem du erst äh, ja, im Ausland zu viel Pauschale berechnet hast, warum der es einen Gutschein kriegen soll. Hier kann ich es einfach machen und dann gibt's das und die Leute können es nutzen und fertig. Und ja, das, das, das finde ich noch ganz lustig. Also Grillfest ist auch quasi, kaufst du so im Shop genauso wie die Vollversion, genauso wie ein Einzelheft. Oder wenn ich ein Kulanzheft verschicke, weil ein Postbote doch versucht hat, seine Muskelkraft unter Beweis zu stellen, ähm, dann, dann reicht es, ein Foto zu schicken hier und dann kriegt er am nächsten Tag ein neues. Kann ich halt alles über, über letzten Endes diese WordPress-Webseite machen. Das ist schon recht genial. Ich bin gespannt, was noch kommt. Ähm, vielleicht kann man dich buchen zum Nacktputzen zu Hause. Das Alexander! Ähm, ja, aber nur, wenn man ein längeres NDA unterschreibt und für den Augenkrebs <laughs> aller Menschen, denen das Pech äh, zuteil wird, das sehen zu müssen. Ähm, ja, und ihre stark steigende Selbstmordrate davon aufkommen zu müssen. Dann können wir da gerne drüber reden. Wunderbar. Reden wir über die Gamester, Jörg. Einverstanden? Ja, klar. Und zwar reden wir über eine Ausgabe 1.2000. Oh. Und ich bin mir nicht sicher, ob du dieses Coverbild ähm, damals mit dem Publisher abgestimmt hattest. <laughs> ah, das ist immer noch eins meiner Lieblingscover. Wenn nicht sogar mein Lieblingscover. Äh, nee, um Gottes Willen. Also man, man glaubt es fast nicht, aber ähm, Eidos war stinksauer danach. Eidos hat mich <laughs> eh gehasst. <laughs> ähm, aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, weil ich Tomb Raider 1 äh, nur drei Sterne gegeben habe, als ich irgendwie gerade Stelfi war bei PC Player. Und ähm, also, wer so ein bisschen mich in Podcasts verfolgt und bei Zeitreisen hört die Geschichte mindestens zum zehnten Mal, aber sie haben dann wirklich in der nächsten PC Player eine doppelseitige Anzeige geschaltet mit den Wertungen anderer Magazine <laughs> und drüber stand noch Fragen kleiner. <lacht> <lacht> und. Jemanden, der sich mit viel Mühe von 1,69 auf 1,70 hochlügt, äh, indem er sich sehr streckt. Ja, das war schon. Ein... Nein, und insoweit, die, die waren da ja nicht ganz humorbefreit, aber schon weitgehend. Dazu muss man aber auch kapieren, wie wichtig natürlich mhm. äh, Lara Croft ja. lange Zeit für den Eidos-Konzern äh, letzten Endes war. Die haben ja es irgendwie. Geschafft, diese sich verselbstständigenden Figur Lara so viel Publicity und auch Geld abzugewinnen, das hatte ja irgendwann nichts mehr mit den eigentlichen Spielen zu tun. Und wenn man dann deren Ikone hier verbeult und mit aufgerissenem Heft über der Oberweite und also ich weiß, das sieht man nicht auf den ersten Blick, aber dieses Tattoo Daddy hat mich nicht mehr lieb oder was da stand, <laughs> ja. ich kann es gerade nicht lesen. Ähm, Ah, jetzt kann ich es lesen. Daddy hat mich nicht mehr, wie ich Sachen nach ja. 100 Jahren noch weiß. <laughs> Und ähm, das, also ich fand es großartig, der Layout und ich hatten viel Spaß. Der Verlag hat gesagt, ja, wenn es Hefte verkauft, warum nicht, Waren Sie schon mal die Frau Dr. Hoche vor, das war die Rechtsanwältin. <lacht> <Und> <lacht> <Schön>. <lacht> Oder ist sie sicherlich noch, die ist bestimmt also noch. Sie Also habt immer hinterher mit ihr gesprochen, nicht vorher, ja? Nein, man darf nie mit Rechtsanwälten, doch, manchmal. Auch mal hallo, hallo, hallo. Ja, man nicht reden. Mal so. die raten immer nur ab. Wir raten nicht ab, sondern wir zeigen nur die Risiken auf, sodass du dann selber zu der Einsicht kommst, es lieber nichts zu machen. Oder nicht und hinterher sagen, habe ich ja gleich gesagt, ja, ja. Sehr genau. Ach, nee, nee, ja, genau. Wir haben auch in kritischen Situationen haben wir nachgefragt, was kann uns ja. denn blühen und so. Aber die einzige Sache, die die Verlage wirklich immer gefürchtet haben, das war eine einzweige Verfügung, beziehungsweise hm. dann halt die, die schlimmste Sache wäre gewesen, wenn das Heft äh, vom, vom Kiosk genommen wird. Also ja. wenn es Vertriebs-, ein Vertriebsverbot gibt, was natürlich im Umfeld IT-Software hier und da schon ab und zu im Raume stand. Das, das war also teilweise eine recht stressige Zeit. Aber auf jeden Fall, also wunderbares Cover finde ich, wobei ja auch hinten der Indie ziemlich verbeult ist. Und ähm, wir haben, ja, wir haben ja im Test, weil es ging natürlich um die beiden Spiele Tomb Raider 4 und eben das Indiana Jones Dingens in 3D, was halt ein Tomb Raider Clone war, ähm, haben wir die Lara Croft trotzdem vorne gesehen. Ja. Das sieht man auch gleich, ihr habt die Redaktion mhm. mit... <laughs> Indies und Lara. Genau, Lara-Kronen. Kronen. Bestückt. Ja. Aber es sind nur vier Indies und sechs Laras. Also da sieht man Boah. schon die Tendenz. Das ist allerdings, das ist eine Zahlenmagiedeuterei, die glaube ich außer dir noch niemand angestellt hat. Also, ah, okay. <laughs> und, Aber was, ähm, zwei Vollversionen, Selma, sehe ich hier gerade. Drei. Ne? Drei sogar. Incoming, Panzergeneral 3D und Kapitalismus. Das ist schon echt viel. Da kann man, schon, da kann man ja. schon seinen Monat mit rumkriegen. Ja. Und ich glaube, man sieht auch so ein bisschen das, was du eben meintest. Hier ist reichlich viel Text auf dem Cover. Also da muss man sich schon konzentrieren, um das so ein bisschen ja, zuordnen ja, zu können. Ja, das war viel Text. Das stimmt schon. Ja. Mhm. Macht man dann auch heute nicht mehr so. Und die Ausgabe ist riesig. Ich habe eben geguckt, 226 Seiten. Normalerweise blättern wir ja mehr so in Powerplays und so. Die großen Ausgaben, da haben wir so 120 Seiten. Also, das ist fast doppelt so viel. Ja, ja. Das ist echt. Man merkt dann wir auch. In der Spitze hatten wir mal, glaube ich, 340 Seiten. Allerdings war da wow. so, ein, so ein Katalog äh, mit eingeschossen und deswegen mitgezählt, der allein schon irgendwie 48 Seiten hat. Aber trotzdem, also, wir waren ich reell schon. bis zu 300 Seiten stark. Das ist schon etwas. Ähm, wo ich mich fürchte, weil jetzt haben wir bei der, bei der Retro-Gamer wirklich 180 Seiten. Das mhm. ist dicker als alles andere fast am Kiosk. Aber <laughs> nochmal 120 drauf. Das ist ja eigentlich. Ja. Das geht ja in den Wahnsinn. Wobei man auch da sagen muss, mhm. das waren dann teilweise 50 Seiten Anzeigen. Also da hat es dann richtig gescheppert, der. Hoffentlich nur gespielt wahnsinnige Anzeigenleiter, lief mit seiner Schreckschusspistole durch die Gänge und hat gefeuert und das war dann wieder eine verkaufte Anzeige. Das waren schon wilde Zeiten damals. Ja, das klingt auch so. Aber ja. wir haben in der letzten Woche die Computer Gaming World geblättert und die ja. hat auch irgendwie 280 Seiten, aber da sind wirklich 200 Seiten Werbung von. Das Ding ist so voll mit Werbung. Unglaublich. Das ist echt unglaublich. Die Ausgabe ist jetzt im Dezember rausgekommen, 99, oder? Ich glaube sogar, wenn es die 1-2000 ist, ist die mhm. Ende November rausgekommen. Also, wir waren mhm. äh, am Ende des Monats immer. Das war mhm. der Trick, um die anderen Verlage zu verwirren, die das natürlich nicht nach zwei Heften genauso wussten. Also, es war irgendwie <laughs> was Mittel. Aber man konnte ja nicht mehr zurück. Irgendwann haben ja meine Nachfolger es dann wirklich geschafft, das wieder einzunorden. Also, mhm. mittlerweile ist die GameStar, glaube ich, tatsächlich. Also, ich glaube, die 6 als nächstes kommt noch im Mai raus, aber halt dann Ende Mai. Also, sie haben noch so mhm. eine Ausgabe, ein paar Tage zu früh quasi mhm. vom Monat her. Aber nicht mehr zwei wie wir damals. Ähm, ja, die, die müsste Ende November rausgekommen sein. Okay. Also, die Weihnachtsausgabe. Kann man ja. so sagen, ja. Ja. Interessant, äh, ich, ich finde es immer toll, in solchen Preview-Sektionen zu blättern über Spiele, mhm. die dann nie rausgekommen sind. Hier wird dann schon über Outcast 2 gesprochen, was dann jetzt vielleicht irgendwann ja, mal oh, auch raus ist. rausgekommen und hat keine Voxel? Wir wussten es schon vor 100 Jahren. <lacht> richtig, richtig. <lacht> hey, wer ist das denn? Geh mal zurück. Zieh mal an diesen, an diesen netten jungen Mann mit Haaren ran. <laughs> Nein, das kann nicht Heinrich Lehnhardt sein. Doch ich, doch? ich kann noch näher ran. <laughs> oh. Aber er hat noch ein längeres Haar gehabt in der Vergangenheit und seine Bart war ja eigentlich auch immer sehr. Ja, schau. ja. ja, ja. Die, die frühen, die späten 80er und frühen 90er mit dem Schneuzer, die, die finden ja. sehr viel Anklang im Chat. Ja. Wartet mal, ich muss mir kurz Schneuzer und Scheitel zur Seite ein <laughs> Aber schon ohne Schnurrbart, ganz genau. <laughs> ja, das Schöne ist ja, dass wir im Jahr 2000 ja wieder in eine Phase reinkommen, wo die 3D-Grafiken wieder schön aussehen. Mhm. Wenn man das vergleicht mit 94, 95, 96, da war das echt ein Horror. Aber jetzt kann man sich das tatsächlich wieder anschauen. Volle Zustimmung. Und gerade wenn es um so etwas abstraktere oder sagen wir mal um Vehikel geht, ich finde, mhm. eine Lara kannst du immer noch nicht, kannst du heute nicht mehr angucken, weil da ist halt alles eckig, was rund sein sollte. Und nein, es geht nicht nur um die Oberweite. Aber bei Sehr gutes Beispiel. Bei Weltraumspielen, bei auch so Mac spielen manchen Rennspielen, finde ich die Grafik gar nicht schlecht gealtert. Also Star hm? äh, Nee, Freelancer, Starlancer Star zum Beispiel. Ich, ja, das hm? ist es sechs Jahre her. Habe ich noch mal gespielt. Klar ist es, ist es kein Elite Dangerous, aber es sieht auch nicht brechreizerregend hm? aus. Während man ein vibe -out auf der PS1 Klar, Nostalgie und die Musik ist immer noch treibend, aber nein, nicht in Wirklichkeit. Also man ist geschockt, wenn man das heute spielt, auch wie wie kurz die die Sichtweite ist und so. Und, mhm. Aber und Freelancer, Starlancer mhm. sind immer noch halbwegs erträglich mhm. aussehende Spiele. Ja, ja, das stimmt. Ja, der Clue 2 ähm, war ich nicht so ein großer Fan. Ähm, eins fand ich gut, ähm, aber mein heimlicher Star, da reden wir über The Sto Stole a Million, mhm. auf dem 64 aus dem Anfang der 80er muss das gewesen sein. Wurde nie wieder kopiert, obwohl es viele versucht haben, wie ja auch der Clue letzten Endes. Genau, ist. genau. Leider. <laughs> das werden wir auch immer mal im Replay bringen, Selma, auf jeden Fall. Du, dieses Muss gerne. man das ich mal notieren für ein Retro-Revival? <laughs> ja, bitte, <Restore> bitte. <laughs> Auf jeden Fall. Ja, und Belders Gate 2, auch ein tolles Spiel. Das habe ich mir am Tag gekauft, als ich meine letzte schriftliche Klausur im Examen geschrieben habe. Ich habe es auch gekauft, als ich eine Klausur geschrieben <laughs> habe. Ich bin nach der Klausur losgefahren. Ich weiß noch nicht ich mehr auch. welche. Zum Mediamarkt und habe mir das Ding gekauft, weil ich sagte: Jetzt kann ich. <laughs> die, Teste, die Ergebnisse kommen erst in drei Monaten. Und <laughs> drei Monate habe ich das Ding gespielt. <laughs> ja, das ja. war ein ganz tolles Spiel. Aber auch von der Vorgänger. Es waren echt ja. tolle Spiele. Ähm, ich habe die, ja, vor einem halben Jahr oder so, habe ich die Baldur's Gate 2 noch mal gespielt. In dieser Enhanced-Version. Mhm. Ja, mhm. Gott, ist schon gealtert, muss man schon sagen. Ich, ich hätte jetzt nicht die Geduld, es durchzuspielen. Aber ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, wenn man mal wirklich einen Monat wegen einem Jobwechsel oder Burnout, der Arzt hat einem verboten, irgendwas, dann hätte man, naja, ob man bei Burnout unbedingt Baldur's Gate spielen sollte, ist eine Medizinische Frage. Weil es ja doch viel Arbeit ist, Inventarmanagement und Co. Aber ähm, <laughs> Ich, ich glaube, dann würde es heute noch echt viel Spaß machen, aber muss, ja. man muss dieses, oh Gott, ist das umständlich zu bedienen. Selbst in der Enhanced Version hm. muss man erst wieder drüber hinwegkommen. Oh, Duke Nukem Forever. Ja. Also <laughs> shake it, baby, shake it. Im Teststand oder in dem Bericht steht, es soll eventuell dann 2021, 20, äh, 2021 rauskommen. Das ja. war auch sehr optimistisch. Also, eventuell wachsen mir nochmal Haare, wenn ich nur dran glaube. <laughs> ja. So, und Sunstrike. Hm. Damit konnte ich irgendwie nicht so viel anfangen. Ich weiß nicht warum, obwohl mir die Grafik gefallen hat und ich auch diese Panzerstrategiespiele ganz gut finde, hatte ich mit dem ein Problem. War das ein Top-Produkt oder was ja. war das? Ja. Als Publisher war das CDV, glaube ich. Oder CDV, CDV ne? das kann auch sein, ja. ja, ja. ja. Ähm, ich kann dir den Grund sagen, zumindest war es das bei mir, das war ein bockelhartes Spiel. Das, ja. ähm, das äh, Und wenn ich mich richtig entsinne, es war zwar nicht realistisch, das kann es gar nicht abbilden realistisch, aber äh, es gab doch relativ hohe Schussreichweiten. Und das war so ein Spiel, da musstest du a pixel genau so gerade außerhalb der Reichweite bleiben, dass der Gegner dann vielleicht beschlossen hat, aus seinem Wäldchen rauszurücken. Und, und gleichzeitig musstest du an vielen Stellen mit vielen Einheiten unglaublich viel gleichzeitig machen. Ich fand das echt schwer. Also ich glaube, mhm. wer das beherrscht, der könnte dann wirklich so ein, zwei Panzerzüge im Gelände befähigen, ohne wahnsinnig zu werden. Das war auch wirklich schwer, aber wir haben das sehr viel auf netzwerk äh, gespielt. Das, war, das haben wir lieber gespielt, wie später dann Command Conquer äh, generell. Ja, oh, gut, im so. Netzwerk kann es sein, weil das erste C&C war es nicht sonderlich toll balanciert als Multiplayer-Spiel. Ja, also wir hatten immer viel Spaß damit, aber es war wirklich schwer. Ich glaube, es hat niemand von uns durchgespielt und den zweiten Teil auch nicht. Mhm. Aber Grafik wirklich hübsch. Grafik finde ich so ja. toll. Ich, ich muss ja wirklich sagen, äh, meine Lieblingsgrafik ist eigentlich so echt so die SNES-artige äh, Grafik, was du mhm. auf den Homecomputern auch hattest, teilweise noch. Und danach kommt eigentlich so schöne Pixel-Isometrie-Grafik. Mhm. Und dann kommt erstmal lange nichts. Also ich kann weder was mit, also ich finde, klar, es, es gibt ganz fantastische, auch in, im Strategiebereich und Rollenspielbereich gibt es mittlerweile ganz fantastische 3D-Engine-Grafik, die aber fast wie Pixel-Grafik aussieht, mhm. also die neue, also die AOE Definitive Edition oder so, das finde ich wirklich ganz lecker. Aber ähm, womit ich wenig anfangen kann, was jedes Indie-Spiel heutzutage nutzt, ist diese cartoonige Grafik. Mhm. Das ist einfach nicht so, worauf ich abfahre. Also sowas gucke ich mir jederzeit gerne an. Ja. Ja. Oh, jetzt wäre meine Tochter. Ähm... Am liebsten hier, die ist nämlich ganz großer Sims-Spieler, 16 Jahre alt, ähm, alle Add-ons, also es funktioniert bei Electronic Arts. Alle, alle, das funktioniert das Modell. Und wenn das nächste kommt, hoffe ich, dass sie nicht mehr im Haus ist, weil dann muss ich es nicht mehr bezahlen. Hast du es denn gespielt, Alexander? Nee. Ich habe es nicht gespielt. Ich nicht. Also ich habe genug mit meinem eigenen Leben zu tun gehabt. Da kann ich mich Richtig. nicht um fremde Leben hier kümmern, ja? ja. aber kannst du im eigenen Leben deine schutzbefohlenen Sims äh ähnlich verrecken lassen, indem du sie in den leeren Pool reinlässt und dann die äh, Leiter wegbaust? Also ich habe in den 80ern mein Tamagotchi verhungern lassen. Also ich habe da keine Hemmungen. Ich, ich hast, du den, weiter. Also hast du denn das gerne gespielt? Ja, ich habe das Partie. eine Weile äh, sehr gerne gespielt, mhm. aber eher das Erste. Das Zweite war dann zwar in jeder Beziehung besser, aber irgendwie da hat es mich nicht mehr so gepackt. Und das Dritte, obwohl das ja dann auch diese, ja, ich hatte viel noch mehr diese diese Moods und und Mini-Karrieren und blablabla bla bla bla, und dass sich verschiedene Sims dann besuchen konnten und alles. Aber irgendwie da, da war ich, da hatte ich schon Gamers Global angefangen, als das kam und irgendwie das, da hatte mich das Ganze verloren. Heinrich mhm. schreibt das ja auch Reiz so schön. Das war wirklich, fand ich richtig spitze. Vor allem auch, wenn man weiß, wo der Will Ride herkommt. So mhm. Raid on ja. und Dunkling Day und dann eben Sim City und, und dann sowas. Und ja. leider auch, wohin dann der, der Ride weitermarschiert ist. Diese komischen, abseitigen Sachen, die aber teilweise einfach gar nicht mehr von ihm waren, sondern einfach halt von ja. Max ist. Ja. Ja. So Sim Tower und dieses Zeug ist ja nicht schlecht, aber... Also, das Sim Earth, diese komischen Sachen, die dann eher wie ein animiertes Erdkundebuch mhm. oder so aussahen. Ja, das war es auch. Das war es ja. auch. Aber mir haben die Spiele sehr viel Spaß gemacht, weil man das Gefühl hatte, etwas zu lernen, auch bei Sim Farms. Das sieht zwar alles sehr trocken aus, aber danach wusstest du, wie so ein genverändertes Maisfeld in den USA aussehen muss. Das war echt super. Ja. Du wolltest gerade noch Heinrich zitieren. Stelma. Ich wollte Heinrich zitieren, weil er es so schön zusammengefasst hat. Die Sims ist eine herrliche Spielwiese für alle Torheiten, die man sich im okay. wirklichen Leben niemals trauen würde. Ich, ich glaube, das ist so ein bisschen der Reiz gewesen, ja. Ach ja. Gut. Ja, Wir okay. gehen ein bisschen die Zeit langsam raus. Genau. Lass uns doch noch schnell zur Strategie äh, im ja, Testteil okay. gehen. Vielleicht ist ja da noch was, wo ich okay, okay. Gravitäte fürs Äußern kann. Sind wir hier schon? Verkehrsgigant wäre schon was, oder? Nee, das ist noch Preview-Teil. Äh, oh, okay. Bis bis zum Testteil. Das ist ja. Oh, Weihnachtsshopping, Da freue ich mich gleich selber, Dann gucken da, wir mal, was, was wir auf gleich die Listen Liste waren. Genau, was ich hier überblätter, das gucken wir gleich nochmal. Hier fängt es an, oder? Ne, Report. Spiegelt. Oh, das, das war ist schon der, damals der Thema. Test. Genau, der Doppeltest sozusagen. Indiana Jones und Lara im Vergleich die Lara-Teile nochmal. Liebe Zuschauer, das schauen wir uns gleich in Ruhe an, also keine Panik. Wir gehen jetzt nur schnell zum Testteil für Strategiespiele. Action. Action. Genau, danach kommt dann Oh, oh wir Time, Time auch ein sehr schönes Spiel habe ich gerne mhm. gespielt. Das war mhm. ein schönes LAN-Spiel. Ich glaube, das haben wir auf LAN nie gespielt. Interstate 72, ah. 76. 82 war nicht mehr so gut, aber 76 war genial. Ja. So, jetzt Strategie. Was haben wir denn? Ja. Oh, ja. Mach mal weiter. Okay. Ja. <laughs> Hat ja. keiner mehr gespielt? Alpha Centauri, Alien Crossfire. Also, gut, die Aliens sind natürlich overpowered, äh, ganz klar. Aber, mein, das muss man halt in Kauf nehmen, wenn die Aliens kommen. Aber ich finde, bis heute ist Alpha Centauri wirklich ein ganz großes Spiel. Ich habe jetzt erst vor ein paar Abenden, habe ich mal geschaut, was gibt's denn so an Mods, laufen die noch, mhm. diese, diese, na, wie heißen sie denn? Es ah, gibt, gibt eins, zwei, die die KI verbessern. Uh, die. Ah, ich komme gerade nicht drauf. Uh, eins heißt uh, KI Growth, glaube ich. Oder Grow Grow AI heißt eine und die andere, auf die komme ich gerade nicht. Uh, und leider Gottes uh, bringt irgendwie keiner eine ne richtige Grafikmod. Ich will ja gar nicht viel, das ist. Mhm. Ähm, es gibt so Mods, wo, wo, wo die Landschaft nicht ganz nach ausgekotztem Katzenmagen aussieht. Äh, ich weiß, wie das aussieht, übrigens, wir haben Katzen. Aber ähm, was mir halt fehlt, ist etwas, das es auf 16 zu 9 bringt, ein bisschen mhm. so da wäre ich schon zufrieden, aber leider ist es halt ein, ein Nischentitel, selbst für Modder. Mhm. Aber ein ganz großartiges Spiel, wie die es geschafft haben. Mit ihren Fraktionen und mit diesen gesprochenen, mhm. auf Englisch nur gesprochenen Textnachrichten, wirklich so verschiedene gesellschaftliche Ansätze zu, zu skizzieren. Also ganz, ganz toll. Und natürlich nur in wenigen Spielen. Es ist nicht so, dass es nie gemacht worden wäre. Aber diesen Einheiten-Editor, eine ganz großartige Idee, gab es in ganz wenigen anderen Spielen. Es gab einen so einen, so einen Höhlen-Eroberungs- vor äh, x spiel kennt kein Mensch, ich habe es irgendwann mal für PC Player, glaube ich, getestet. Äh, das hatte auch dieses, ich baue mir Kampfeinheiten aus verschiedenen Technologien zusammen, mhm. aber es gibt es ganz selten und es ist so naheliegend. Mhm. Ja. Aber wahrscheinlich ja. sehr schwer zu Balancing. Wahrscheinlich traut sich deswegen. Ja, keiner. natürlich. Hatte denn Sid Meier bei dem Spiel auch noch seine Finger im Spiel ja. gehabt oder waren das eher seine Mitarbeiter? Um, wie war denn das bei Alpha Centauri? Also ich glaube, also ganz ehrlich, das, das das einzige Spiel, das er wirklich fast allein gemacht hat, und selbst da hat ihm schon der, na wie heißt, unser großgewachsener, Schuss. ruhiger. Ge Danke, Riese. Um, das war wahrscheinlich echt Civilization 1. Mhm. Um, bei Alpha Centauri, ich weiß es nicht mehr, mhm. wie weit da ein, ein Shelly drin gesteckt hat ja. und so weiter. Ach, guck mal hier, das ist der ja Jörg. Ja. Wo? <laughs> Age of Wonders, der erste Teil. Mhm. Ah, hier haben wir einen Rüdiger. Ach, Gott, lustig. Der ja. der Junge, das ist ja <laughs> Kinderarbeit, oder? <lacht> ja. <lacht> und ja, auch nicht länger als 20 Uhr. der Rüdiger aber der Rüdiger ist durch die harte mick, schnelle Schule gegangen der ist bis heute begeistert <laughs> ich habe ihn Minuten bevor wir uns getroffen haben konnte ich ihn überreden Homeworld für Gamers Global zu testen sehr gut sehr gut ja, weil da kam heute Testkey mhm. ja sehr gut da freue ich mich also Age of Wonders auch ein interessantes Spiel aber von den Bewertungen Durchschnitt oder 70 Prozent kein schlechtes Spiel aber auch nicht ein Überspiel ja, das hatte, glaube ich, Probleme, die, die eigentlichen Kämpfe waren sehr primitiv. Da, mhm. Also du hast bist auch rangezoomt, meiner Erinnerung nach. Und dann gab es aber nur so, weiß ich, geh mal hoch, ob man das sieht. Hier so Hexfelder? Oder ist ah nee, dann, 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 dann bringst ich es gerade durcheinander. Ah, mit Disciples, äh, mhm. bei Disciples war das so ein reines, also mini schachbrett im Prinzip. Mhm. Äh, Age of Wonders hatte auch schon die, die Master of uh, Magic-artigen Kämpfe, genau. Ja. Aber eine Serie, die es heute noch gibt. Und der ja, 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 letzte ja, ja. Teil ist ja auch recht erfolgreich. Ja, ne? Land mhm. and Fall, genau. Das ja. sagt mir gar nichts. Das nee, Hightech-Startup. Knilch <laughs> damals äh, testen, Christian Schmidt. Das ist überhaupt kein Knilch. Ein, ein Großmeister des Wortes, der Christian. Mhm. Da ist genau, es. Disciples, da ist es. Ja. Ja. Monopoly, ja. Ja, war jetzt kein Super-Test-Teil. Nee, okay. Na, ja. das war schon. Äh, Strategieteil relativ dünn. Relativ so, aber dünn, halt ja. mit alpha Centauri schon Spiel, wo man sagt: äh, Ja, aber das war ja nur das Addon. Ja, aber das, das war großartig. Das Addon Ad ja. hat ja auch den Planetaren Rat eingeführt, wenn ich es mhm. noch richtig zusammenbringe, was ja auch dann zig andere Spiele kopiert haben bis heute. Was für eine geile Idee. Dass du mit den, und oder auch Spiele wie, was ich übrigens sehr mag, das aktuelle oder immer noch aktuelle war, ja mhm. ewig im, im, im Early Access. Dune Spice Wars hat ja auch mhm. solche Elemente. Das mhm. finde ich so genial, dass das Leute, die sich eigentlich alle gegenseitig an die Gurgel gehen wollen, trotzdem sich dann auf Sachen einigen, weil sich halt jeder drei Prozent mehr Gewinn davon verspricht mhm. wie ein anderer. Das ist wirklich, also oder wenn du es dann schaffst irgendwas durchzudrücken, wo du weißt, das geht es meinem Gegner total gegen. Das ist doch großartig sowas. Ja, ist auch ein großartiges ja auch, Spiel. Ja. Ich freue mich auch schon wirklich drauf, ja. Das spielen wir auch Alexander. Das spielen wir definitiv. So, ja, dann danke, dass ich hier sein durfte. Na. Danke, dass du da danke, warst. Gerne mal wieder. Wichtiger. Ja. ja. Sehen wir genauso und wir freuen uns auf Freitag. Genau. Ja, alle, die es nicht abonniert haben. Alle äh, Zuseherinnen und Zuseher bitten mal kurz, einfach ganz unvoreingenommen in die Kamera zu schauen. Und ich muss meinen Uri Geller Löffel, ah, den habe ich jetzt verlegt dummerweise. Ähm, am Freitag willst du <laughs> an einem Kiosk gucken, ob es die Retro Gamer gibt. Und übrigens, wer die Retro Gamer findet und sie, sie liegt hinter der Gamestar zum Beispiel, dann macht der brave Retro-Fan folgendes. Er nimmt, ich habe jetzt leider keine Gamestar da. Schade. Ein ah, Sonntag von der GameStyle, Ist ja Und tut die Retro-Gamer nach vorne. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? <lacht> Danke. <lacht> Super. Alles klar, Jörg. Dann vielen lieben Dank. Wir wünschen dir einen schönen Abend und. Ja, ich euch auch. Noch ein schönes genau, Twitchen und hoffentlich bis bald mal wieder. Sehr guten, gerne. Guten auf Heimflug sehen. dann. Ich hoffe, der Hubschrauber und war. Hubschrauber? Noch. <laughs> der Hubschrauber, ja. Das Auto, das irgendwie von inspektionsüberfällig ist, aber übermorgen ist es soweit. Okay. Bin Die roten so Lichter ist. haben keine Bedeutung. Lass dir nichts einreden. Richtig, einfach ignorieren. Okay, dann macht's mal gut und tschüss, lieber Twitch-Chat. Tschüss. Ciao. Tschüss. Dann schalte ich hier mal auf zwei um. Sehr gerne. Verkehrt rum. Und wir fangen dann. Wir genau, und ich sage euch allen auch nochmal Tschüss. Hat wirklich Spaß gemacht. Ja. <lacht> Dankeschön. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. So, jetzt sehe ich mich doppelt. Jetzt muss ich dich da erstmal reinmachen. Sehr Aber du gut. kannst ja jetzt schon mal den Chat, es waren nämlich schon einige da, die äh, enttäuscht waren, dass wir jetzt schon fertig sind. Aber so ist es natürlich nicht. Nein, 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 nein. Also, wie gesagt, der Jörg hat nur begrenzt Zeit, das kann man auch verstehen. Es ist eine Zwei-Man-Show bei, bei, bei Gamers Global. Und ähm, ihr habt ja gerade gehört, wie viel Arbeit auch beim Retro Gamer drin steckt. Und er will ja beides nicht vernachlässigen. Und da habe ich, hab ich wirklich volles Verständnis. Und da finde ich. Ja. Andersrum würde ich sagen, es ist toll, dass er sich die Zeit für uns genommen hat. Fand das ich, muss auch. ich ganz ehrlich sagen, und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und äh, ihm scheint es auch gefallen zu haben, er hat ja gesagt, er möchte mal wiederkommen. Sehr ja, <laughs> der Chat hat sich Wir haben ihn nicht abgeschreckt. <lacht> <lacht> ja, der Chat schon, aber ich nicht. Ne? <laughs> so. So. Ähm, so, das müsste jetzt also. alles passen. Genau. Ähm, wir fangen jetzt noch mal ein bisschen von vorne an. Das ganze organisatorische genau. und so haben wir ja vorher noch nicht gemacht, Alexander, lass uns das noch mal Nein. kurz machen genau, fangen und dann wir von vorne an. Genau, an alle, <laughs> alle, die jetzt im Chat sind, ich wünsche euch allen einen schönen guten Abend und natürlich auch einen schönen Start in die Woche. Es ist Dienstag, wir blättern durch eine GameStar und zwar können wir das machen, weil wir von der GameStar die Erlaubnis bekommen haben, aber mit dem Hinweis oder mit der Bitte dadurch zu sagen, wenn ihr selber Lust habt zu blättern, seht ihr das hier in dem Link. Das könnt ihr in dem Gamestar Plus Abo nachholen oder vorschauen, vielleicht auch, wenn ihr mögt. So, jetzt muss ich noch kurz die Stream-Info bearbeiten. Alexander, kannst du schon mal sagen, was die Woche bei dir rauskommt? Was ist. Oh, ich kann sagen, was rausgekommen ist, und zwar gestern, da freuen Selma und ich uns nämlich besonders, und zwar die erste Folge von Zork 1, das Text Adventure, was wir angefangen haben zu spielen. Und ich muss gestehen, dass Selma ist nicht besser als meine Ehefrau, also Navigation funktioniert gar nicht, ja. Er hat zwar die Karte gezeichnet, aber wir haben uns sowas von heillos verlaufen im Wald. Wer das von uns ist denn gelaufen? Ich habe eine Anweisung hin. Ja. Und normalerweise, ich meine, da waren Leute am Straßenrand und ich habe Selma gesagt: Selma, lass uns anhalten, lass uns fragen. Aber nein, Selma sagte: brauchen wir nicht, können wir es selber machen, wir können weiterspielen. Ja, und das Glaubt Ergebnis Ihnen könnt ihr sehen. Kein Wort. Ganz schlimm war das. Nein, es war eine tolle Folge. Ich bin gespannt, wie, wie die Folge euch gefällt. Es ähm, ist ein Experiment. Wir haben natürlich weitergemacht. Ich kann euch schon sagen, dass wir beschlossen haben, neu anzufangen in der nächsten Folge. Also, das ist jetzt wirklich nur eine Warmach-Folge gewesen, wo wir die ersten Schritte unternommen haben, auch geguckt haben, ob es funktioniert mit dem Kartenzeichen und sowas. Das funktioniert alles und wir freuen uns wirklich darauf, euch die nächsten Folgen dann vorzustellen. Das wird aber ein bisschen warten, äh, dauern. Ähm, das wird in drei Wochen der Fall sein. Dann geht es weiter, aber dann geht es auch regelmäßig weiter und wir haben tatsächlich vor, das Spiel zu Ende zu spielen und wir sind uns auch nicht zu schade für den Fall, dass wir nicht weiter wissen. Entweder nicht die für den Fall. Wenn, wenn, wenn. Aber ich habe schon bei den Kommentaren gesehen, dass wir schon den einen oder anderen Tipp für den Wald bekommen haben. Da gibt es scheinbar einen Baum, wo man hochklettern kann, Selma. Und das werden wir dann auch irgendwann mal machen müssen. Das ist das, was heute dran kommt, äh, was gestern rauskam. Und ähm, Selma, was kommt Mittwoch, bevor ich dann mit Donnerstag anfange? Also was kann uns, was erwartet uns Mittwoch? Also, ich will dich jetzt nicht ganz bloßstellen, Alexander. Um Himmels Willen, was kommt jetzt? Ich warte immer noch auf das Simon the Sorcerer-Freigabe äh, von, von deiner Audio. Aber jetzt willst du mir doch nicht erzählen, dass nur weil ich es dir noch nicht geschickt habe, du ja. das Abschlussgespräch... Ja. Meine Damen, meine Herren, Selma hat drei Monate oder vier Monate an, okay, okay, an, okay, okay. An, an Strike Commander... Aber ich hab's nachgeholt. Ich hab alle drei nachgeholt in Hast drei ich. Wochen. Selma? Du ja. siehst den Blog und ja. ich schreib du, auf. du schreibst jetzt Du schreibst dir das zum dritten Mal auf. Nächstes Mal... Ich, ich hab nächstes, gesagt, nein, nächstes Mal zwei Male... Habe ich nur gesagt, dass ich es aufschreibe? Jetzt schreibe ich es <laughs> wirklich auf. Okay. Okay. Also, ähm, es wird Mittwoch dann die äh, vierte, ich glaube, die vierte Folge zu Iron Assault geben. Und am Freitag, weil da auch dann die Retro Gamer im Kiosk ist, werde ich meinen Platz spielen benden meinen äh, Slot YouTube Slot und da wird es diesen Stream dann direkt bei YouTube geben, damit das schön mit der Erstveröffentlichung passt. Und am Donnerstag, bevor ich mich dann in den Urlaub flüchte, wie Selma meint, mhm. gibt es noch eine SimCity Folge und zwar habe ich die Schneider CPC bzw. amstadt Version gespielt und ich bin mit relativ hohen Erwartungen rangegangen, denn Sowohl bei Segunis als auch bei Hanze war ich von der Schneider CPC-Version ja, sogar begeistert. Also bei, bei Hanze halte ich sie sogar für besser als die 64er-Version. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass der Ralf Glau das damals auf dem Schneider auch geschrieben hatte. Ich glaube, das war das System, wo er Momente wo gearbeitet hatte und die 64er-Version war die Portierung. Deshalb bin ich mit hohen Erwartungen angegangen, Selma, und ich verrate es noch nicht, ob diese Erwartungen auch hier erfüllt wurden. Also, ich bin ein sehr nischiges Thema, aber für alle, die sich für SimCity interessieren, glaube ich, trotzdem ganz interessant. Schaltet ein, es lohnt sich. Genau. Und nochmal der Hinweis an dieser Stelle, mhm. aber ich werde mich bemühen, es auch im Discord nochmal zu posten. Am Freitag gibt es keinen Spieleabend, aber ich versuche entweder Samstag oder Sonntag den Stream nachzuholen dann bin mir noch nicht hundertprozentig, was wir spielen, wahrscheinlich Iron Assault, damit wir da mal ein bisschen weiterkommen, weil dann kann ich Iron Assault beenden und ich, Alexander, ich habe ganz viel Lust auf Siedler 2. Ich glaube, als nächstes mache ich Siedler Ehrlich? 2. Ich glaube, das war oh, noch kein Windows-Spiel, wenn ich mich recht erinnere. Von daher wird es, glaube ich, dann Siedler 2 werden als nächstes. Ich da habe ich irgendwie ganz, ganz viel Lust zu. Und deswegen möchte ich jetzt schnellstmöglich Iron Assault beenden, was vielleicht ja? jetzt nicht so die beste Voraussetzung für das Spiel ist. Aber gut, das ist dann halt so. Also, ich freue mich über Siedler 2 und da werde ich dann parallel mitspielen, Selma, wie wir es bei seinem Saison gemacht haben, weil das erleichtert einen das Abschlussgespräch ungemein. Das ist richtig, das ist richtig. Am nächsten Dienstag ist Alexander ja im Urlaub. Da habe ich mit Robin dann Ersatz und da diese Gamestar-Ausgabe, wie wir ja schon gesagt haben, 224 Seiten oder so lang ist, da werden wir heute eh nicht mehr durchkommen. Blättern wir an dieser Stelle dann in der Gamestar nächste Woche mit Robin weiter. Gru sagt, hab euch Tipps und um das Video geschrieben, aber hab vier Anläufe gebraucht. Ah nee, so in Moment, Anläufe, Moment, was, Moment, was ich hab's verwechselt, ich hab's verwechselt, ich hab's verwechselt. Also Gru hat gesagt, hab euch Tipps und um das Video geschrieben ja? und Zuffel hat gesagt, hab vier Anläufe gebraucht, um eine TV-Spielfilm zu kaufen. Okay, jetzt habe ich's, jetzt habe ich's. Und Hokiko sagt, die Zockfolge habe ich gesehen, mir gefällt's gut, wie ihr das macht und guten Abend dir auch einen schönen guten Abend und einen schönen Start in die Woche. Was ich euch noch sagen kann. Ist Alexander, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, gestern mhm. Abend um 10 Uhr yes. gab es ja einen Überraschungsstream von mir. Nein. <laughs> da muss ich jetzt nicht dein Handy rausholen und nachgucken. Das war Was so da los, weil ich zusammen mit Steven, wir haben unsere Kollaboration Ko uh. Ko beendet, N nicht weil wir keinen Bock mehr aufeinander hatten, sondern weil das Video fertig ist. Und gestern Abend konnte man das Video hier schon mal previewen. Cool. Leider. Leider war, das, war mein Internet ziemlich zickig und ich hatte gegen Ende oh. 10% Paketsverluste. Aber wer das möchte, kann das noch auf YouTube schauen. Ich warte, ich, ich suche euch mal den Link raus. Mhm. Bitte. Ähm, ich brauche den auch. Du brauchst den auch? Ja. Das weiß, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber Moment, das ist mein Kanal. Unser Kanal. Ich habe sie nicht mitgekriegt. Erstaunt. Aber gut, das lag daran, ähm, liebe Zuschauer, ihr dürft demnächst ähm, mich beim Retro-Kompott ähm, ertragen. So muss ich das leider sagen. Denn wir haben eine Folge oder eine Serie gemacht über die Epic-Spiele. Die wird irgendwann in den nächsten Monaten erscheinen. Es ist nicht nur eine, es sind drei Abende gewesen, also ich schätze, dass der Patrick ja vier, fünf Folgen draus machen wird und das war dann der Patrick und der Andira 2010. Robin oh, sagt den ertragen, er genießen. Wird. Oh Robin, du bist <laughs> immer so nett zu Alexander. Das finde ich nicht in Ordnung. <laughs> wenigstens einer ist nett zu mir. Danke Robin. <laughs> Nein, deshalb habe ich es gar nicht mitgekriegt, weil ich ja selber geblockt war. Hokiko uh, sagt, war gestern Abend geschockt, habe gedacht, ich habe den Blätterstream verpasst, habe erst gemerkt, es ist Montag. Ja, das war auch, war auch sehr spontan. Ähm, ich hatte das auch nur im Discord angekündigt, also macht ihr keinen Kopf. The Dekadent, ich weiß es nicht. Dekadent. Hallo, Alexander. Viele Grüße aus dem Kollegenkreis und einen schönen Stream, Alexander. Ich sehe. Hallo. Dankeschön, du verteilst. Schreibst du mir morgen eine E-Mail, wer du bist? <laughs> ich, ich sehe, du verteilst, verteilst sehr gut unsere. Äh, unsere Links, das ist sehr löblich. <laughs> Und dafür bekommt man auch Sternchen. Also wenn ihr unsere Links auch weiter verteilt, ich mache hier drücke hier nochmal auf Werbung, dann bekommt ihr natürlich auch Sternchen dafür. Gar keine Frage. Also Sternchen kriegt ja jeder. <laughs> okay. Joop. Damit hätten wir, glaube ich, das äh, erstmal erst alles, alles aus dem Link virus.de, Virus Oh nee, nicht draufklicken, nicht draufklicken. Was? Ach so, per A, A, er meint, äh, ah. I, 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 Virus Exe ist äh, die offizielle E-Mail, die du dann morgen bekommst. <lacht> <lacht> Okay, wir würden jetzt noch so ein gutes Stündchen äh, oder ein ja. Stündchen noch ein bisschen blättern ja. und dann machen wir heute für Feierabend und nächsten Dienstag geht es dann weiter. Da wir den Blätterabend ja jetzt so ein bisschen umstrukturiert haben, wird das öfter, glaube ich, passieren, auch wenn wir jetzt die Games da gehen, dass wir längere Folgen machen, ähm, die wir dann in der Mitte teilen müssen. Aber ich denke, das ist schon okay. Ja, ja denke ich auch. Okay. Also, ja. wir hatten ja das Cover schon besprochen, da gibt es jetzt nicht mehr viel zu, zu sagen. Über die Spiele selbst blättern wir einfach mal drüber. Richtig, richtig. Das Matrix Game. Erinnerst du dich da dran? Nein, gar nicht. Also die Filme habe ich alle im Kino gesehen, die fand ich auch toll, das war echt... Ich fand nur den ersten richtig gut, ich war im Sneak Preview ja. drin und keiner wusste ja. so richtig, worum es da geht und wir waren alle geflasht, als wir wieder rausgekommen ja. sind. Geflasht, das ist das richtige Wort, ja. war ich nämlich auch. Das war echt ein, tolle ähm, ein toller Film. Aber die Spiele, ich habe keinen einzigen Matrix-Film gespielt. Äh, Film, Spiel. Nein, Spiel gespielt. So rum. Entschuldigung. Ich glaube, es gab auch nur zwei, oder? Ich weiß es gar nicht. Es gab nur zwei und gab es nicht noch irgendwie ein MMO oder sollte es sowas geben? Ich weiß es nicht mehr. Also, ja. Ich. ich ja. Ich glaube, dass, dass. Ich kann mich an das Matrix-Spiel nur erinnern, weil es, glaube ich, auf. 500 CDs rausgekommen ist oder so. Es gab noch oh, mehr, sagt okay. Robin. Okay, da kann ich mich äh, dann überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ja, Matrix war Klasse 2 und 3 und 4 waren grausam und Teil 5 ist angekündigt. Okay. Ich bin gar nicht mehr sicher, ob ich 2, 3 oder 4 gesehen habe. Einen habe ich, glaube ich, noch gesehen. Äh, warte mal, warte mal, geh noch mal kurz hoch. Guck mal hier. Ähm, das finde ich interessant. SCI. Plant ein Spiel zum legendären englischen mhm. Postrock von 1963 mit Räuber Bix. Außerdem das heißt habe ich mich für diese, Vor diese Folge ja vorbereitet gehabt, weil ich dachte, wir sollten wenigstens ein paar Sachen, die wir Jörg fragen können, uns vorher angucken. Mhm. Ähm, kennst du SCI? Nein. Ja, also ich glaube, SCI hat jetzt auch nicht so wirklich gute Spiele gemacht. Ich guck mal, SCI, gibt's die irgendwie. Company SCI Games Limited aus England. Ähm, die gab es bis Robin 2005. Mhm. Sales Course Interactive Wie hießen die so? Möglich. Swift, okay. Toddlers. Oh. Mhm. Firepower 2000. Cyberwar. Kingdom of Magic. Genau, Kingdom of Magic, da kann ich mich dran erinnern. Gene Wars. Krass, ja. Ja, Traktorbin. ja, ja hm. Lawnmower Man hier. Und Cyberwall ja. war ja. auch Lawnmower Man 2. Kamageddon, mhm. Star Trek Pinball. Gut, an Kamageddon konnte ich mich nicht mehr erinnern. Livewire, das Gameboy-Spiel zu dem Kinofilm von Thunderbirds. Mhm. Mhm. Ja. Gumball 3000. Okay, also. Ja. Ja, aber. Nicht rausgekommen. Nee, das Spiel, auf, den Sie, auf das Sie hier ansprechen, ist nie rausgekommen. Das habe ich auch gedacht. Schade, aber das ist bestimmt nie rausgekommen und war auch dann so. Das ist ein interessanter Stoff, finde ich. Ja, konnte man auch Spiel. so gut so als ISO-Taktikspiel mit Schleichen und so umsetzen, mhm. ne? Ja, ja. ja. Hast du The Blair Witch Project mal gesehen? Alexander, ich guck keine Horrorfilme. Und ich gucke auch also keine. Ich auch nicht. <laughs> die keinen richtigen Horror sind. Sowas wie Blavich ist, glaube ja, ich, nicht ja. so direkt so dieses Splatter-Horror oder so. Aber auch nee, überhaupt nicht. Ich habe auch das Spiel nicht gespielt. Ja, nee, ich auch nicht. Natürlich nicht. Und die Frage des Monats ist auch interessant. Welche Konsole würden Sie sich denn kaufen als PC-Besitzer? Ja. Und da sagen 47% PlayStation 2. Ja. ja. Dreamcast? Und Nintendo hm. Dolphin. War das die N64? War das der Codename von der N64 Dolphin? Ich weiß es nicht. Vermute ich mal, ne? Keine Ahnung. Ah, ne, PlayStation 2? Ne, das muss dann irgendwas anderes gewesen sein. Ist Gamecube. Ja, ja. Ist Gamecube. Ah. Ja. ja. Oh, und Xbox war noch nicht da. 2000. Nee. Nee. Bei Blairwitch spielt sich der Horror in deinem Kopf ab. Da spielt sich hm. schon so viel Rohr ab, da brauche ich keinen zusätzlichen. Also das ist auch nichts für mich. Das ist auch nichts für mich. Guck mal, das fand ich auch cool. Ein Veranstaltungskalender für LAN-Partys. Hm. Schön. Okay. Schreib. Matrix Bielefeld, warst du da mal? Nee, war ich nie. War ich nie. Ähm, wir haben zu der Zeit an der... Uni die LAN-Partys gemacht. Im Audio, mhm. Audimax oder so. Und mhm. da waren halt auch so weiß nicht, 100, 150 Leute. Das war nicht ganz so viel. Das war, das war übers, überschaubar. Aber ich glaube, wenn du dann so zwei, drei oder 1600 Leute hast, das wäre mir viel zu viel. Also, ja. Das brauche ich nicht. Ähm, schreib mal in den Chat, was so die größte LAN-Party war einfach nur, wie viele Leute dabei waren. Also bei mir waren es dann, glaube ich, irgendwie diese 100, 150, <laughs> aber regelmäßig waren es irgendwie 10 oder so. Wenn überhaupt. Was schätzt du, wie viel es bei mir waren? Gar keine, du warst nie auf einer. Richtig. Ich habe aber meinen am ähm, PC mit dem PC von meinem Mitbewohner gekoppelt und wir haben. Zwei Leute sind noch keine Party. <laughs> Zwei Leute sind ja. noch keine Party. Aber wir haben Starcraft <laughs> gespielt. Ah, Mighty Ray Raygum hat einen Link gefunden zu dem The Great Train mhm. Robbery. Der dem war Lost war kaputt, Media ne? Wiki. Lost Work on Action Adventure Video Game. Ah, immerhin steht ja so ein bisschen was. Ich kenne mhm. die Seite gar nicht. Kennst du die? Ich auch nicht, nee. Das ist ja toll. Das ist wirklich toll. Die bookmarken wir uns mal. Ähm, ja, ich lasse sie mal drin und bookmarke mir die in dem richtigen Browser, nicht in dem Stream-Browser, mhm. sonst wird das hier nichts mehr. Dankeschön, guter Tipp. 40 Leute, drei PCs, drei bis 400, nie teilgenommen, mhm. 20 Leute, 10 Leute, Unterkunftszimmer bei der Bundeswehr, ja, das kenne ich auch, das war auch sehr, ja sehr beliebt bei Freunden und so. Zweimal waren wir auf einer größeren, aber keine Ahnung wie viele, kann mich nur noch daran erinnern, dass ich mal Morgengrauen bei hm. 10 cm ungeräumtem Schnee heimgefahren bin. Äh, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Äh, Zero, hallo! Die Net Game gibt's immer noch. Diese hier? Echt cool! Das ist wirklich cool. Kann man da... Ge geht auch noch die E-Mail-Adresse? <laughs> Gibt's Hotmail noch? <laughs> nee, nee, Drüber. Netgame in der Schweiz, immer ja, nicht Netplanet. Oh, stimmt, stimmt. Netgame. Diese die hier. Du jetzt hast recht. Alle ja, 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 heißen, ne? Du hast hier <laughs> Raiden.ch. Ja, cool. Die URL ist jetzt netgame.ch. Nächstes im September. Ah, also ja, wer in der Schweiz ist und Bock hat hin, ne? <laughs> Und Kumpel auf dem Beifahrersitz selig gepennt. Ja, diese Geschichten mit äh, Neuschnee und äh, ganz komisch nach Hause gekommen, die die kennt jeder. Auch heute wahrscheinlich nicht mehr, aber früher war das gang und gäbe. Das stimmt. Ich kann mich noch dran... Äh, ist ja jetzt, ich kann mich noch dran erinnern. Ich hatte... Mein erstes Auto war äh, 1976 W132 Daimler-Benz 200D Diesel mit Heckantrieb. Und um nach Hause zu kommen, muss man halt immer berghoch Berg fahren. Und mit Heckertrieb bergauf, ungestreute Straße ist echt scheiße. Darum habe ich mir immer, wenn ich dann am Wochenende äh, weggefahren bin, vom Nachbarn. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, zu der Zeit war ich aber, war der Bauernhof alles weg, aber der Nachbar hatte noch einen Bauernhof, da bin ich zu dem immer hingefahren und dann hat er mir einen Amboss hinten in den Kofferraum gelegt <laughs> mit dem Trecker und das hat wirklich, wirklich viel geholfen. Also da bin ich, glaube ich, den ein oder anderen Unfall wirklich mit entkommen. Was war denn dein erstes Auto, Alexander? Ich schicke dir gerade das Bild ah. und dann kannst du es nämlich posten. <laughs> Geocities um gibt es wieder, glaube ich, ja. Was war euer erstes Auto? Also, wie gesagt, W123 200D 1976. Opel Corsa von Robin. Ja. Robin kann ich mir auch richtig gut im, im Corsa vorstellen. Ein Jetta. Das war hat vom Freund von mir, der war auch sein erstes Auto. Ein Jetta. Ein Opel Kadett war genau anderer Freund. Polo. Ja, das sind so die üblichen. Ja. Ford Fiesta. Ford Fiesta, hm? Viergang, 50 PS, kenne ich auch. Das war von der Freundin, das erste Auto. Ja. Opel C Coupé, oh, Polo 1, ja. VW Golf mit 72 PS. Ich glaube, der 123 hatte 55 PS. Meine waren VW 480 mit Klappaugen. Volvo äh, 480 hm. mit Klappaugen. Manta? Ach, manche hatten einen Manta. Ja, ja, ich kenne niemanden, der einen Manta hatte. Ich schon. Einen. So, so hatte ein mir Mustang war's? als erstes Auto? Was? Nicht schlecht, nicht schlecht. Polo ohne Servolenkung. Ja, ich hatte schon Servo unterstützte Lenkung. So, Alexander möchte jetzt gerne mit uns sein erstes Auto teilen. Hast du das Foto gemacht? Bist du da am Steuer? Nein, nein, Ach nein, nein, so. nein. Das ist ein Automotorsport. Ach und so. War Warte. Ist es der vw 1600? Das ist er doch, oder? Jawohl. Der hier. Mit, ja, mit einem Boxermotor, Baujahr 1970. Und zwar hatte ihn mir mein Großvater geschenkt, ähm, als ich meinen Führerschein bestanden hatte. Und der stand dann schon angemeldet vor der Haustür, als ich dann von der Führerscheinprüfung zurückkam. Und dann bin ich mit dem Auto alleine zur Schule gefahren. Ich hatte so Schiss, links abzubiegen, dass ich einen Weg ausgewählt habe, wo man immer nur rechts abbiegen musste und Ampeln waren, wo ich Kreuzungen überfahren konnte. Weil, wie gesagt, das war die allererste Alleinfahrt auch in meinem Leben mhm. zu der Schule, auch wenn es nur zehn Minuten entfernt war. Aber ich hatte Schiss. Und ich, die Schule war ausgelagert, die Oberstufe, auf so, auf so einer alten Grundschule, sodass man auf dieser Grundschule auf dem Schulhof parken durfte. Da haben die Lehrer geparkt. Und ich kam, und das war wirklich Zufall, in dem Augenblick dort an als Pause war. Das heißt, alle meine Freunde und Lehrer waren dann unten und ich kam dann mit den 1600 und ich war einer, der erst den Führerschein hatte. Und das war schon was ganz Besonderes. Da standen auch die Lehrer, weil das waren die Fahrzeuge aus ihrer Kindheit, mit dem ich da plötzlich um die Ecke gekommen bin. Und dieses Auto, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Auto habe ich mir dann schwarz lackieren lassen und hatte Weißbandreifen. Und das war so genial. Und damit bin ich als Zibi rumgefahren. Das Problem war nur, dass er 25 Liter Verbleit auf 100 Kilometer ja. geschluckt hat. Ja, das ja, Und dann das musste ich. ich ihn dann abstoßen. Dann habe ich dann tatsächlich ja, schweren Herzens gemacht. Und ich musste auch ein paar Sachen ändern. Ich hatte zum Beispiel Probleme, dass die Kotflügel vorne mhm. durchgerostet mhm. waren, komplett. Wahrscheinlich Und dann hier im... Schwellerbereich hier, ne? Glaube ich, ja. Äh, war so. Da konnte man so durchstechen und bei Volkswagen gab es keine Teile mehr, aber du konntest dann bei, Volks bei Volkswagen Kunststoff, ähm, ähm, also speziell hergestellte Kunststoff-Kotflügel ähm, Kotflügel kaufen. In schwarz. Okay. Die sahen so ein bisschen aus wie Carbon, war es natürlich nicht, aber irgend so ein Kunststoff und das wurde dann schwarz lackiert und man hat es nicht gemerkt, dass es nicht Blech ist. Und das ist fair. Ja. Nee, fand ich gut. Ein tolles Auto gewesen. Das glaube ich. Meins war auch, also das erste Auto ist sowieso das beste Auto. Ich ja, hatte auch wirklich ja. wirklich viel Spaß mit meinem Auto, das war war schon schön. Tat auch weh, Was als er weg musste. Alexander ist ein H. Ja. Was heißt das mal? Ja, H-Kennzeichen. Aber Alexander hat es nicht mehr. H? H? Ach so, das ist Oldtimer. Ja. Oder ne? Ah, jetzt verstehe ich. Okay, alles klar. Ich dachte schon für Hannover. Ich dachte schon, du würdest mich hier dissen. <laughs> das wahrscheinlich auch. <laughs> so, Deep Space Nine. The Das ah, nee. habe ich The erst Fallen, letztens ja. gekauft. Das habe ich tatsächlich erst letztens gekauft. Und zwar die Mac-Version. Hatte ich, glaube ich, für 10 Euro gekriegt. Selber, in so einer Big Box, amerikanisch. Und dann habe ich mir noch mal nur die CD geholt. Ein paar Wochen später für den Du PC. hast die Mac-Version? Ich habe die Mac-Version, weil die war, war so günstig. Wollen wir vielleicht tauschen? Ja, können wir machen. Dann kannst du die PC-Version <laughs> haben. Ja, wunderbar. Ja, das klingt gut. Ja, lustig. Die Lasercharts. Oh, Versuche das es mal so. Das ist ja ungewohnt, eine Zeitschrift von. 2000 es ist so ungewohnt. Ich, ich, ich wollte das jetzt eben nicht so. Aber guck mal, wie aufgeräumt die ist, Alexander. Guck mal, ja, wie absichtlich das, so das ist. Das war eine Erwachsenenzeitschrift. Das war nicht so was die, ist von die, irgendwelchen... Du musst aber zugeben, die PC-Player war, war auch schon relativ ja, aufgeräumt. Aber das, was ja, wir ja sonst ja. immer blättern, das ist ja. Also. Ja. Hier ist das es ja super. Ganz tolle professionelle Zeitschrift. Tolles Layout, ja. Finde ich auch. Und ich war von der ersten Ausgabe direkt begeistert. Das war dann so wirklich aus dem Stand heraus meine neue Lieblings äh, Computerzeitschrift, die ich mir dann immer gekauft habe. Und wie gesagt, ich immer auch. noch kaufe. Ich die habe ich im Abo und die werde ich nicht weggeben. Ich nicht. Ich habe keinen Platz mehr dafür. Na, ich schmeiß die weg, Nee, das, das bringe ich, das das bring ich nicht übers Herz. Nee. Das bringe ich nicht übers Herz. Die es ja alle digital und... Ja, denkst, aber das bringe ich, ich nicht übers Herz. Wert. Nee. ja. Nee, nee. Ja, es ist sehr steril, das kann ich auch verstehen, ja. Wenn man mehr auf was Buntes steht, dann, dann passt das nicht. Aber mir gefällt das immer sehr, sehr gut, ja. 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 Der Gute, hallo, auch. schönen guten Abend. Gibt es die Gamestar ich noch monatlich im Print? Ja. Ja, klar. Die gibt es noch. Gott sei Dank. Die Gamestar gibt es noch und die PC Games. Die PC Games, die beiden gibt es noch und beide kaufe ich tatsächlich. Eins im Abo und eins immer so, weil ich nicht möchte, dass die PC Games stirbt. <laughs> Auch ähm, wenn ich sie momentan... Ach, wie soll ich das sagen? Die Artikel sind gut, aber die haben verzichtet, jetzt eine Wertung reinzunehmen. Mm. Und das finde ich so ein bisschen komisch. Mm weil dafür kaufe ich sie mir doch eigentlich. Und bei der Gamestar ist es tatsächlich so, man muss so seinen Lieblingsredakteur haben, der so ungefähr den gleichen Spielgeschmack hat und dann kann man ja. sich wirklich drauf verlassen. Ja. Na, ja, Tobson, das geht mir ähnlich. Ich habe die PowerPlays und Playtimes und auch Gamestars noch im Keller. Ich kriege die auch nicht weggeworfen. Ich fange damit erst gar nicht an. Die ja, Alten ist wahrscheinlich das Bessere. Ist, ne? Die einzigen, die ich habe, sind zwei Ausgaben der Happy Computer Sonder. Ausgaben hm. für Spiele. Hm. Und da gibt es noch drei, die werde ich mir nochmal holen, aber das war's wirklich an Print, obwohl Gut. ich ja Print wirklich mag. Ne? Die habe ich nicht. Ja, so, also die 2000er, das, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Also, wenn man sich so die Entwicklung der Computer, ich sage jetzt mal bewusst Computerspiele, vor allem von Videospielen, keine Ahnung, war so 70er Jahre wirklich so, dass Kleine, der kleine Funken, der Anfang. Die 80er Jahre war so, die Begeisterung fängt an zu rollen. Es gibt unterschiedliche Techniken, wie man was darstellen kann. Es gibt unterschiedliche Systeme. Es gibt unterschiedliche Ideen, in welche Richtung sich Genres entwickeln können. Es gibt unterschiedliche Ansätze für Hardware. In den 90er Jahren haben sich diese Ideen dann gefestigt, wurden Verfeinert könnte man sagen. Man konnte aber schon davon ausgehen, jeder hat eine Soundkarte, jeder hat eine Maus, jeder hat einen Joystick und eine Tastatur. Das war in den 80er Jahren noch nicht gegeben. Und in den 2000ern war dann die Zeit, wo man das ganze gelernte Wissen der 20 Jahre davor. Ausrollen konnte, einsetzen konnte und nutzen konnte. Das 3D sah schick aus, es gab Videos, die schick aussahen, es gab CD-Soundtrack, der sah schick aus, es gab keinen Always-On-Zwang, es gab nicht äh, Day-Zero-Patches und daher glaube ich auch, dass die 2000er wirklich der Höhepunkt waren. Danach flacht die Kurve jetzt ab und wir sind eindeutig, finde ich, aus Plateau, wenn man das so sagen möchte, im Moment. Ja. So, The Crew sagt, äh, Games hat schon stark nachgelassen. Ich weiß nicht, wann du zum letzten Mal eine dir angeschaut hast, aber meiner Meinung nach haben sie so vor ein, eineinhalb Jahren einen Strategieschwenk gemacht, indem sie jetzt viel mehr Hintergrundartikel schreiben, ähm, Themen aufgreifen aus der Spieleindustrie und da, seitdem gefällt es mir wieder viel, viel besser. Ich hatte auch so eine Phase, wo ich dachte, ah. Die testen schon ganz gut, aber es ist immer das Gleiche. Das finde ich momentan nicht. Also, ich finde, momentan haben die die Kurve gebracht. Und ähm, Alon 1976, ja, du hast recht. In der GameStar steht nichts Neues drin, wenn man das Plus-Abo hat und die Webseiten besucht. Ähm, bin ich komplett bei dir. Und solange du das machst, finde ich das auch super, weil damit finanzierst du sie ja auch. Und dann gibt es halt hochqualitativen Content, den es ansonsten nicht geben würde. Was ich interessant finde, ist einfach. Ähm, es haptisch zu lesen. Also, ich lese so viel auf, ähm, auf den Bildschirmen. Ich habe auch mein gesamtes privates Lesekonsum, wenn es um Ra Romane geht, wirklich auf ein Tolino verlagert. Und deshalb finde ich es erfrischend, doch mal wieder eine Zeitschrift in der Hand zu halten. Deshalb kaufe ich mir auch hin und wieder selber Reisezeitschriften. Die finde ich ganz gut. Und die ganzen Geschichtsbücher, die ich mir kaufe, die kaufe ich mir tatsächlich ähm, in Papierform. Das sind meistens Bücher, Archäologie-Bücher, wo viele Bilder drin sind. Und das möchte ich dann schon gerne in einer schönen Qualität haben, von Thais Verlag beispielsweise. Das, das, das ist noch so mein Spleen. Und das funktioniert für mich. Ich, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, Thiera fasst es gut zusammen und sagt: Ich glaube, beim Printmagazin holt man sich nicht wegen dem zusätzlichen Inhalt, genauso wie man sich ein Buch nicht kauft, weil, weil das. Mehr drin steht wie in der E-Book-Version. Es geht mehr um die Haptik, das nostalgische Gefühl. Absolut richtig. Es geht zum Teil, glaube ich, aber auch eben auch bei Büchern und auch bei Zeitschriften, zumindest ich sag mal bei Zeitschriften, die so eine kleine Auflage haben und für so eine kleine Zielgruppe sind, wie die Retro-Gamer oder halt die. Äh ich will jetzt gar keine, aber ihr weiß, es gibt auch noch Schöner Garten und hast du nicht gesehen? Ganz viele andere kleine Zeitschriften. Ich glaube, da macht man das zum Teil natürlich auch, um diese Zeitschriften, um die Redaktion und die Leute zu unterstützen. Ja. Aber im Endeffekt hast du absolut recht. Man, wenn man nur die Informationen braucht, dann kann man sich das Plus-Abo holen von der GameStar, da täglich ja. drauf gucken und man hat alle Informationen, gar keine Frage. Ja. Aber für die Leute, die mehr wollen und die vielleicht eben auch. Ein wenig am Sammeln sind und die Informationen irgendwie sammeln wollen. So ein E-Book, äh, ja, findet man wahrscheinlich auch irgendwann wieder. Oder so ein PDF. Aber wenn man was ausgedrückt hat, das legt man sich halt irgendwo hin und das liegt nächstes Jahr immer noch da. Wenn ich mir jetzt <laughs> ein PDF runterlade, finde ich das nächstes Jahr garantiert nicht mehr wieder. Also, äh, ja, so in der Richtung. Ja, mhm. ja die Return. Auch eine tolle Zeitschrift, müssen wir auch darauf hinweisen. Super Papierqualität. Die gibt es aber leider nicht mehr im, im Buchhandel. Die haben das ja rausgezogen und im Kiosk. Man kann es nur noch direkt kaufen. Und ähm, das ist für mich dann immer so ein Wabon-Spiel, weil ich nur ein Teil der Artikel gut finde. Ein was für ein Spiel? Wabon-Spiel. Was ist das denn? Ein, ein Glücksfall, ob, ob einem das gefällt oder nicht. Das heißt Kiosk hatte ich mhm. Okay, das wusste ich nicht. Ah, wieder und, was gelernt. Und, ähm, ja, und ähm, im, 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 in der, im Kiosk konnte ich es halt durchblättern und sehen, sind da Artikel dabei, die mich wirklich interessieren, dann habe ich es gekauft. Jetzt ähm, bin ich ehrlich gesagt zu faul, mir das online anzuschauen und habe mir das ehrlich gesagt auch seitdem nicht mehr gekauft. Und das tut mir eigentlich leid, weil Return ist eigentlich auch ganz gut und man muss sie unterstützen. Ah, Robin klärt auf, das ist eine Redewendung. Volterisch, ja, okay, klar. <laughs> The Groove sagt, bis vor kurzem hatte ich die im Abo, aber nach dem Test vom System Shop Remake, den anscheinend der Praktikant gemacht hat, bin ich raus. Natürlich auch wegen abweichender Meinung bezüglich der Bewertung. Gut, also wenn du immer grundsätzlich anderer Meinung bist, wie äh, die Informationsquelle, von der du dir deine Informationen holst, dann würde ich natürlich auch irgendwie wechseln. Klar. Das finde ich interessant. Ich fand den Artikel gar nicht so schlecht, aber ich muss ihn vielleicht nochmal durchlesen. Ich lese mir auch Artikel nicht zweimal durch. Also nicht so, früher war es das so, da hat man das Heft gehabt und hat es ja nicht nur einmal gelesen. Man hat es ja in diesem Monat bis zur nächsten Ausgabe drei-, viermal gelesen. Und die Lieblingsartikel, Spiele, die man unbedingt haben wollte, die noch nicht im Handel waren, die hat man zehnmal gelesen. Das macht man heute nicht mehr. Also ich kann mich nicht erinnern, jemals in den letzten Jahren einen Artikel zweimal gelesen zu haben. Höchstens aus Versehen, wenn ich dachte, ich hätte es noch nicht gelesen. Mit einem hohen Risiko verbundenes Vorgehen. Verhaltensweise sehr gefragtes Unterfangen. Dankeschön. Ne? Ein Wabonk spiel Hat man oder hast du? Kann ich gerade nicht folgen. Hab genau. Das Im im Zweifel habe ich. Im Zweifel habe ich. Ich würde niemanden <laughs> etwas äh, in den Mund legen wollen. Nein, nein. Jeder Jedenfalls darf seine Meinung haben und die Crew wird auch nicht gedisst. Nein. Es ist ein bisschen unfair, ist wegen einer schlechten Meinung. Nee, nein, er sagt nein. ja Bewertungen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe sowas ähnliches zu Kuh gehabt bei ähm, einem Podcast und zwar bei Auf ein Bier. Ich habe sowas schon bei vielen Podcasts gehabt. Das war ein Podcast, ja. Ja, ich das war jetzt das auch. richtig. Das war ein richtiges Podcast. Und ja. die haben mich so geärgert. Ich fand das so unfair. Ging mir da auch so. Um eine Pressekonferenz von Ubisoft, wo die sich über die Entwickler lustig gemacht haben. Und ich finde das so toll, dass Ubisoft bei diesen ganzen Shows nicht irgendwelche Pressefuzis da hinstellt, sondern wirklich die Entwickler. Und wenn es Franzosen sind, die nicht so gut Englisch reden, ist mir das scheißegal. Sie stellen ihre Entwickler, ihre Mitarbeiter in den Vordergrund. Und die haben so abgelässert, dass ich wirklich sofort das Abo gekündigt. Hab. Da war ich echt sauer und ähm, ich habe bei den bei auf einem Bier auch ein bisschen das Gefühl, dass es wie die zwei alten Opas ist bei Muppet Show. Also die werden immer verbitterter und verbiesterter und sehen immer weniger das Positive. Ist so mein persönliches Gefühl. <laughs> so und jetzt werde ich wahrscheinlich von denen gedisst. <laughs> Verdient. Verdient. Aber da ich mich echt. Also aufgerufen. wenn ihr ihn dessen <laughs> wollt, ruft mich an. Ich gebe euch genug Futter. <laughs> Ich muss gestehen, dass ich bei Podcasts häufig aus anderen Gründen deabonniere. Okay? Ja, ist, ist ja okay. Zwingt ja. dich ja niemand. Jeder dazu. hat so seine Gründe. Ne? Ein Grund kann auch sein, dass man zu viele Abos hat und nicht dazu kommt, es zu hören oder zu viel Geld für das Zeug ausgibt, weil das ist nämlich auch ein Thema. Da muss man auch ein bisschen die Übersicht ähm, bewahren. Ne? Ja, so cool. du hast recht. Wenn da Sachen drin sind, die nicht stimmen und Verbesserungen ging es zum Originalspiel nicht erwähnt werden, dann ist es ein Scheiß-Test gewesen. Denn ähm, das Remake ist ja wirklich fantastisch. Ich habe es noch nicht lange gespielt, ich habe noch ein paar Minuten gespielt, aber das, was ich gesehen habe, ist total fantastisch. Und ich freue mich drauf, wenn ich das mal, wenn ich mal Zeit habe, es zu spielen. Vielleicht auf dem Flug nach Soul. Da habe ich genug. Elf Stunden, elf Stunden, elf Stunden, so. Stunden. Ein Flug kann nicht lang genug sein. Ich hoffe Wa nur, dass warum? es nicht Wer ja. kann mir erklären, warum Autobahnraser 2 in den Verkaufscharts ist? Weil wir in Deutschland sind. Weil RTL für den Scheiß wahrscheinlich alle vier Minuten Werbung gemacht hat. Aber ich meine, ich kann ja verstehen, dass man irgendwie ein Rennspiel spielen möchte, aber es gibt doch richtig viele gute Rennspiele. Ja. System Shock, Hoflicht. Kira sagt, ich finde aber auch, dass ein Test mal daneben liegen darf. Das mache ich jetzt nicht direkt. Das, nee, das sehe ich ganz genauso. Nee. so. Also, aber wenn es sich häuft, und das war ja bei Secuia scheinbar, dann häuft, ist es legitim. Ne? Ja, dann finde ich das auch. Weil 29,95. Ach, das war so günstig. Okay, ja. Das war halt Alarm ah. für Prova 11 Grad in. Okay, ich habe das immer nur ja. in den Regalen gesehen und mich gewundert. Wer spielt ja. denn sowas? Also, ja. ja, und RTL hat Werbung ohne Ende für das Zeug gemacht, ja. Ich glaube, die ah, okay. waren auch dran beteiligt. Also, ich würde mich nicht wundern, wenn der Airtel Interactive mit drin war. Möglich. Muss mal auf den Cover schauen. Gut. Kennst du Urban Chaos? Nein. Das du? muss ich dir zeigen. Ja, ich habe das sehr gerne gespielt. Leider, oh, okay. leider war es von der Performance her. Man sieht hier ja auch die Explosion auf dem Screen. Nicht gut bei mir. Mhm. Also, hat den Rechner wirklich in die Knie gebracht? Meinen schon. Mein, ach guck mal, das ist auch in so einer schräg zu laufenden oh. Box gewesen. Ich hatte jedenfalls viel Spaß damit, hab's aber nie durchgeschafft. Aber mhm. es war eins äh, der GTA 3, glaube ich war es, GTA 3 ähnlichen Spiele, nur ein bisschen direkter fand ich. Ähm, mhm. Man konnte halt durch eine ganze Stadt laufen, auf Dächer rum, Autos und so weiter. Also ich, ich fand's ehrlich gesagt ganz cool. Macht auch einen sehr farbenfrohen Eindruck, finde mhm. ich. Fand ich auch. Also positiv jetzt, also das stört nicht, sondern das, das hatte, hebt das alles mich glaube hervor. Ich glaube, das war auch ein, ein Selling Point irgendwie, dass das Spiel mhm. bunt Licht quellen konnte. Das war damals irgendwie, keine Ahnung, Quake 2 konnte das, glaube ich, das erste Mal, aber es war trotzdem irgendwie immer noch in, ich weiß auch nicht. Aber hier sieht man so ein bisschen bessere Screenshots. Das sieht schon, ja, finde ich, schon recht aus. detailliert aus, ne? Ähm, die Blätter waren die da statisch oder haben die sich im Wind bewegt? Ich glaube, die waren statisch. Ich kann mich Ach. nicht an Blätter erinnern, die weggeflogen sind, weil wir wie bei hm. Need for Speed 2. Das weiß ich aber nicht. Aber guck mal, wie Ob, schön detailliert die Gebäude sind. Richtig, man kann hier hoch, man konnte auf die Gebäude. Man konnte hm. nicht in viele Gebäude rein, aber es gab auch welche, ja. in die man rein konnte, wenn ich mich recht erinnere. Die Story war so, na ja Lala, so lala. Ähm, schöner 3D-Shooter. Ja, finde ich auch, Robin. Der Doktor sagt Autobahnraser und Co. deutsches Phänomen. Solcher Schrott wurde dann immer von Leuten gekauft, die sonst nicht wirklich gespielt haben. Ah, okay. Ja, ja. Hat halt jeder das seinen Schmack. Geschmack. Ja, ja. <laughs> Klar. Ich frag mich. Ich frage mich nicht, warum jemand das Spiel gekauft hat oder warum sich jemand ein Rennspiel gekauft hat, sondern warum man sich halt nicht vorher informiert und ein gutes Rennspiel kauft. Das war halt die Frage. Ja. Hallo Thorsten, ja. wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen und gelesen. Einen schönen guten Abend und einen schönen Start in die Woche. Was waren die Systemvoraussetzungen? Ähm, Moment. Oh oh. Äh, Specs. Windows 95, 32 MB RAM, direkt 3D. Mehr steht hier jetzt nicht. 4MB Video Memory. Und ich glaube, ich habe es in 800x600 gespielt, weil in 640 mal 480. Ich weiß, dass es dann. Es gab eine Auflösung, in der lief es schneller, aber es war nicht gut. Es war nicht ja. gut zu sehen, ja. Ja. Autobahnraser no. ist aus den Niederlanden. Ah. Okay. Ja, habe ich auch in Erinnerung. Aber es war eingedeutscht, ähm, Robin, oder? Die Polizeiautos und ähnliches. Das sind ich die Gamestar-Charts. Da ist es mhm. nicht drin. Okay, was waren das für Star? Das waren dann die Lasercharts gerade. Nee, das waren die Lasercharts, dann waren das gerade okay. eben die Verkaufscharts und das sind jetzt die okay. GameStar-Charts. Wo. Sehr gut. Battlezone 2 ganz oben ist. Ich kann dir sagen, welches Spiel noch mehr Punkte gekriegt hat, einmalig. Und zwar war das Warcraft 3. Das waren 92 Prozent. Das war lange, 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 lange Zeit die höchste Wertung, die die Gamestar je vergeben hat. Die haben jetzt zum ersten Mal das gekippt und zwar für Baldur's Gate 3, das neue. Hm. Da sind die drüber gegangen. Deshalb weiß ich das, weil ich das gelesen hatte. <laughs> Thorsten Der sagt, sagt muss mich outen bei Autobahnraser? Was? Moment, wer, wer, wer hier? Thorsten sagt, muss mich outen bei Autobahnraser. Sowas! Wie, wie kommst du dazu? Aber hast du dich gekauft, oder? Hast du mal ausgeliehen gekriegt, hä? Ne? Nein, für 29,95. Mach's gut, hast du. Danke fürs Aufpassen. Eine schöne Dankeschön. Woche noch. Und an all diejenigen, die jetzt gehen, Freitag kein Blätterabend. Äh, Spielerabend. Also gar und Bitte ein. Hast du einen Bericht über Wartels, hätte ich gern. Warcraft 3 war auch wirklich grandios in Story und Gameplay. Das war der Hammer. Bin ich nie reingekommen. Tolle Story. Und das in einem Echtzeit-Strategiespiel. Das war echt fantastisch. Ach, die schönen alten Messen. So eine Voodoo 5, Alexander, da gab es ein extra Netzteil für. Oder sollte es geben? Hammer. Ist das wirklich rausgekommen? Weiß ich ich glaube nicht. nicht. Das ja, Thorsten so sagt, hatte ich damals worden, ne? auf einer unbelabelten CD. Alles klar, okay, ja, dann, dann ist es was anderes. Er wusste nicht, was er da reinsteckt. Ja, er wusste, genau, er wusste nicht, was er tut. <laughs> Die Videosequenzen von Warcraft 3 waren ihrer Zeit voraus. Alle Videosequenzen ab Diablo 2 von Blizzard waren ihrer Zeit weit voraus. Auch schon Warcraft 2. Und auch Warcraft 1, die Videos. Heute lacht man drüber, aber damals, die ersten drei Minuten, das war der Hammer. Das weiß ich nicht mehr. Da kann hm, ich mich nicht doch. dran erinnern. Ich kann mich nur an doch. Diablo 1 ich erinnern, und dass wir alle staunend vom PC gesessen haben. Nee, war bei Warcraft auch der Fall. Die 6000er kam nicht raus, das stimmt, ja. Es gibt irgendwie so einen Nachbau oder sowas äh, mhm. bei YouTube. Wie viel, Moment, ich. wie viel Watt brauchte das Netzteil? Gucken, ähm, stand das hier? 16 Watt? Haha, 16 Watt? Wo steht das denn? Wo das? Recht viel Leistung frisst auf der rechten Seite. Ach da ja, stimmt, ja, 16 Watt. Wer hat damals noch mal 3 d gekauft? War das Nvidia? Ja. Heute würde man auf die Knie fallen und Gott danken, wenn die Grafikkarte nur 16 Watt verbrauchen würde. Ja, wenn 100, dann ist es aber auch nur 800 mal 600. Okta, hallo, oh die alten Voodoo-Karten. Ich hatte am Anfang auf Power VR gesetzt. Ja. ja. Obwohl so schlecht war Power VR gar nicht. Also er hätte so, klappen können. Mein Hupa, auch Router auch braucht mehr Fa Strom. Ja, dein Handy auch. Ja, ich hatte auch bei der Grafikkarte ähm, auf das falsche Pferd gesetzt im ähm, 2010. Ich habe nämlich AGP gekauft. Wie AGP? Also eine AGP-Grafikkarte. Die ja, Schnittstelle. Und? Ja. Nee, das war, das war ein totes Pferd, weil dann kamen keine Grafikkarten mehr dafür raus und man musste ja, dann aber halt es war jetzt das jetzt ändern. Ja, aber es war jetzt kein totes Pferd, das nach einem halben Jahr keine Grafikkarten mehr rausgekommen das sind. Das nicht, also aber, sowas nach zwei, nicht. Na, aber ich hatte es irgendwie in der Endphase gekauft, und das war echt doof. Achso, ja, in der Endphase ist doof, ja. Ne, da habe ich mich echt geärgert, ja. weil es gab nichts, was ich aufrüsten konnte. Adlon sagt, ich war bei Voodoo 3 dabei, da war ich schon raus, mhm. da war ich nicht mehr bei. Ich hatte noch, wie Hoflicht, auch ich hatte mir damals zwei Voodoo 2 im SLI-Modus gekauft. Mhm. Und hatte dann, ich glaube, die hatten 16 MB und zusammen dann 32 und im SLI-Modus. Bis heute geht das nicht vernünftig. Ich weiß nicht, warum da nicht mal jemand irgendeine vernünftige, irgendwas vernünftig macht. Es werden ja immer dann die, die Zeilen unterschiedlich gerendert. Und dann geht trotzdem halt noch irgendwie viel hin und her. Das ist. SLI lohnt sich heute eigentlich irgendwie auch noch nicht, habe ich das Gefühl. Ist auch egal. Jedenfalls damals war das so, dass halt die richtig modernen Spiele, ich habe sie natürlich gekauft, als sie ausverkauft wurden, die Voodoo 2 und Voodoo 3 oder so schon draußen war. Als sie äh, dann draußen waren. Das heißt, ich konnte die ganzen Spiele, die halt die Gleitunterstützung hatten und ein bisschen älter waren, sowas wie Half-Life 2 bei Half-Life 1 konnte ich dann natürlich in 1024 spielen, während alle anderen noch in 800 mal 600 spielen konnten. Das hatte im Multiplayer leichte Vorteile, das will ich jetzt nicht abstreiten. <laughs> SLI gibt's heute noch. kannst, ja, jede mhm. ja, ich glaube je. gut, heute gibt es ja eigentlich auch nur noch du kannst ja nur noch zwei Grafikkarten kaufen. Vielleicht die dritte mit Intel, Nein. aber generell halt äh, kaufst immer du aber halt, chinesisches. Ja, kaufst du halt ATI oder Nvidia. Und die können beide noch SLI. Ja. Oh. Ein die Everquest, das Sovereign heißen soll, das ist doch auch nie rausgekommen, oder? Nee, mit U-Booten und Panzer oben rechts und Schiffen. Ja, und Soldaten und sowas, Flugzeuge. Oh. Sieht interessant aus, aber ist. Ja. Dabei will Sovereign Echtzeit schlachten und Basisbau aller Command Conquer 3 mit Rohstoffmanagement, Diplomatie und Forschung wie in Alpha Centauri verknüpfen. Das, äh, ja. Hört macht sich gut an. Macht Metrox nichts eigenes mehr? Metrox macht, glaube ich, wann hatte Metrox die letzten Grafikkarten auch so in den 2000ern, Anfang der 2000er? Da haben sie sich ja dann irgendwie auf Multimonitor-Systeme im. Desktop-Publishing-Bereich so ein bisschen spezialisiert mhm. und ich weiß nicht, ob die da heute noch was machen, aber generell sind die auch Nvidia, glaube ich, oder so. Keine Ahnung. Metrox gibt es noch. Ah, okay, ich dachte, die werden auch aufgekauft. Aber die machen auf jeden Fall nichts mehr im Konsumerbereich, sondern halt äh, hauptsächlich für Anwendungen, die halt viele Bildschirme mit vielen Farben und sowas brauchen. Für mich kam die Erleuchtung ja. erst mit Riva TNT 2, seitdem Nvidia Only. Ja, das mhm. geht vielen so. Mhm. Wer, hat denn damals, wer hat damals noch mal 3 dfx Achso, das hatten wir schon. Ja, es war Nvidia genau. Um 2000 ging viele Software und Hardware für party Ja, absolut richtig. Kennst du Starlancer? Also Freelancer kennst du wahrscheinlich schon, aber kennst du Starlancer? Ich habe sogar in meiner Sammlung, glaube oh. ich. Wenn das das weiße Cover ist. Ja. Ich glaube schon. Ich glaube, es hat ich glaub einen weißen Anteil. Na? Guck mal. Land of Illusion? Da. Hä? <laughs> nee. Nee, Sag hat doch mal kein, das, Cover. das hier ist es. Aber ich hab's. Ich hab's. Ich weiß nicht, ob es ein weißes Cover ist. Aber ich hatte mich auch an was Weißes irgendwie erinnert. Vielleicht, weil die Rückseite weiß ist. Ich weiß es auch nicht, aber ich hab's. Und hast du es auch ja. gespielt damals? Ja, hab ich. Fandest fand fand du es gut? Ja, ne? Ja, ich fand es gut. Mhm. Ich meine, es ist eine interessante Fortsetzung irgendwie des Kalten mhm. Kriegs im Weltraum und das fand mhm. ich schon spannend, weil es vom Thema her irgendwie so, glaube ich, keiner gemacht hat. Okay. Ja. Ähm, wie ist das, was wir gerade auf Platz 1 hatten? Battle? Ähm, äh, ja. <laughs> da war das ja auch so, aber ich sag mal, so in Wing Commander Style war das echt ganz nett. Allerdings muss ich auch Sagen, dass ich enttäuscht war vor den Cockpits. Das war ja hier mhm. auch schon so 3D. Das sah irgendwie nicht gut aus. Battlezone, danke, Robin. Battlezone 1 und 2, da ist es ja auch rot gegen blau und so weiter. Ich kenne keinen Programmierer mit Metrox-Karte. Nee, nee, nee. Äh, hat nach wie vor sind Metrox-Grafikkarten speziell die G550-Serie bei Designern und Programmierern sehr gefragt. Okay. Ich kenne auch niemanden. Ja, schön, dass es die im Profibereich gibt. Das freut mich. Das war toll. Die gerenderten Sachen von mhm. Digital Anvil waren immer sehr toll. toll. Das Und Freelancer gleich hinterher, was ja im Endeffekt dann das bekanntere Spiel geworden ist. Mhm. Ja. Und war das nicht das Spiel, wo Chris Roberts ähm, angefangen hatte mitzuarbeiten, bevor er dann... Er hat ging? ja zusammen mit... Ich habe vergessen, wem Digital Anvil, war es Warren Spector sogar? Ich weiß nicht, Digital Anvil gegründet. Mhm. Ja. Und natürlich, er hat an beiden, glaube ich, die Finger drin gehabt, aber dann irgendwann sind ihnen ja die Ressourcen ausgegangen und dann hat äh, Microsoft sie, oder sie haben, ich weiß es nicht mehr, Lizenzen an Microsoft oder IPs an Microsoft verkauft, um flüssig zu bleiben. Und irgendwann hat Microsoft gesagt, ihr macht jetzt Freelancer fertig oder wir machen es fertig. Und im Endeffekt haben sie es dann irgendwann fertig gemacht. Ja. Ehren, mit e so, genau, mit seinem Bruder auf jeden Fall zusammen, ja. ja. Und ähm, da gibt es ein ganz tolles Podcast bei Stay Forever. Und das Besondere an dem Podcast ist, dass, ich glaube, der Gunnar oder der Christian einen Werbetext vorliest für Freelancer. Und wenn, in dem Moment, wo sie mit dem Werbetext enden, hat man den Eindruck, dass sie Star Citizen gerade beschreiben. Also dieser Text, was alles das Spiel konnte, ist das, was jetzt Chris Roberts mit Star Citizen umsetzt. 20 da, Jahre später. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, weil es was. Ich kann, ach, das, was am anprägsaksten in Erinnerung geblieben ist bei Freelancer, war, dass er gesagt hat, und darum habe ich mich auf das Spiel so gefreut, ich will nicht, dass ihr euch als Pilot fühlt, mit dem ihr mit einem Raumschiff durch die Gegend fühlt, ich will, fliegt, ich will, dass er euch als Captain fühlt. Ihr sagt ja. eurer Crew, was für Manöver ihr machen sollt. So wie Picard. Und da dachte ich, ja, das will ich spielen. Ja. Ja. ja, das ist es. Ja. Das schwarze läuft also sieht Freelancer, gut aus, keine Frage. Freelance habe ich leider nie gespielt und durch den Podcast habe ich richtig Lust drauf gekriegt. Aber es ist total verrückt, die DVD, die ist nie als Eurobox, glaube ich, rausgekommen, in Deutschland nee. zumindest, sondern nur als DVD. Und da legst du 15 bis 20 Euro hin ja. für eine DVD. Ja, Erstaunlich. auch die DVD hat sich nicht gut verkauft, glaube ich. <laughs> leider, so, über der Clue hatten so. wir schon gesprochen. Baldus Gate 2 haben wir schon gesprochen. Fantastisches Spiel. Fantastisch. Ich mag auch die Icewind Dale-Spiele. Ja, finde ich Obwohl auch. Obwohl ja eigentlich dieser Kampf von Baldur's Gate eher chaotisch ist. Und wenn man Glück hat, kann oh, wow. man den so ein bisschen beeinflussen, indem man mal ein paar Ziele oder schnell genug gedrückt hat, um einen Zauber zu machen. Aber es ist schon sehr chaotisch. Aber ich mag Icewind Dale 1 und 2 trotzdem. Ja. Ach. Ja. Tja. Hast du das, was mal rausgekommen ist von Gearbox gespielt? Nee, ich hab's mir aber gekauft, irgendwann mal in Sale, aber ich hab's nie gespielt. Ich hab's, ich hab's gespielt, als es rausgekommen ist, hab's auch durchgespielt. Und muss sagen, ich fand es gar nicht so schlecht, aber es war halt trotzdem nach all dem Hype doch irgendwie schade. Mhm. Es gibt bei es gab einen, einen Gegner, den ich nur besiegen konnte, indem ich schnell in das Gebiet gegangen bin, alle Feuerbälle gezündet habe und wieder rausgegangen bin. Die Kämpfe waren teilweise brutal. Ja, das ist richtig. Da mhm. kann ich mich auch dran erinnern. Es war stellenweise sehr, sehr schwer. Ja, Sunstrike haben wir schon drüber gesprochen. Eins und zwei. Tolle Spiele. Vor allen Dingen der, der Zerstörungsgrad. Tausende von kleinen Soldaten liefen da rum und du konntest da mit Artillerie da reinschießen und du hattest überall Löcher von der Artillerie und das sah... Ach, das war schon richtig... War schon richtig schön. Ja. 30 Jahre gewartet, 30 Minuten gespielt. Ja. Yep. Sims hatten wir schon. Robin, du warst ja eben noch nicht da, aber wir machen dann hier nächste Woche weiter, ne? Hast du nur ein Final Fantasy gespielt, Alexander? Nie. Nie. Okay. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich was verpasst habe. Was meint ihr? Also, Final Fantasy 1 und Ah, Final Fantasy 7 VII und 8 waren die ersten mhm. JRPGs, die ich gespielt habe. Mhm. Und von daher war ich schon beeindruckt, weil ich das überhaupt nicht kannte. Das sah so opulent aus. Und ich war von 7 so beeindruckt, weil man sieht hier im Hintergrund, das sind alles 3D-gerenderte Sachen. Ich glaube, die waren alle mhm. damals mit Maya, Wavefront, irgendwie sowas gerendert. Mhm. Und dann musst du dir vorstellen, Alexander, dann hatten die so einen Kameraflug, wo die Kamera so runter geht, du siehst unten die Protagonisten laufen und die mhm. Protagonisten sind in Echtzeit 3D gerendert und dann mhm. fährt die Kamera so runter, die Protagonisten läuft, die Kamera bleibt stehen, die Protagonisten bleibt stehen und du kannst die. Ähm kannst du die Steuerung direkt übernehmen. Das war mhm. so beeindruckend, das sah so mhm. unglaublich gut aus. Die ganzen 3D gerenderten Sachen, das war so mhm. wow. Ich war richtig geflasht. Mhm. Und dann kommst du in die Kämpfe rein und die mhm. Echtzeit 3D sind auch noch mal so bombastisch aus. Mhm. Also das war richtig toll, richtig toll. Mhm. Storytechnisch definitiv Q. Cool. Defin Definitiv, ach so, vor definitiv JRPG. Ja, alle Final Fantasy Teile nach Teil 9 gehen mir auf den Sack. Fitzelchen, ich habe Teil 9 nicht gespielt. Ich habe dann noch mal 12 oder so versucht. Also, dieses mit diesem komischen Wasserballspiel. Äh, nein, kann ich auch nicht. Und jetzt habe ich, weil mhm. im Game Pass 15 oder was war das letzte. Oder das mhm. vorletzte jetzt inzwischen, glaube ich schon, war da drin und da waren die ganzen Charaktere so unsympathisch. Das konnte ich mhm. überhaupt nicht spielen. Welches mhm. Final Fantasy war das mit den Karten? Den habe ich gespielt und das war super. Ich glaube beide. 7 und 8 hatten diese Kartenspiele, oder? Ich glaube es waren beide. Was ist heute Dienstag? Fühlt sich an wie Montag. Hallo, Xam. Ja, ist Dienstag. Chiera sagt, Final Fantasy damals war richtig gut, als da die Welt aufging, nachdem man in der. Ja, nachdem man den Stadtteil in. Keine Ahnung, wie das hieß. Äh, überwunden hatte, ne? Ja. Heute sieht Final Fantasy nur noch hässlich aus. Ich glaube, 8 geht noch so, 9 ist okay. Damals auch ein Ende. Hm, ja, weiß ja, wie das bei mir mit Grafik ist. Ich kann da locker drüber wegsehen. Ich finde das noch nicht so schlimm. Aber das hier das ist Echtzeit-Grafik. Das sind so. Mhm. Äh, mhm. Riesenzaubersprüche oder so, so mhm. Final Moves. Ich habe vergessen, wie Limit Moves oder so hießen die, wie man die anwenden kann. Und das, das war schon toll. Das sah richtig toll aus. Dann hatte man eine Oberwelt, auf der man laufen kann. Das war richtig toll. Im Gegensatz zu dem hier, Crusaders of Might and Magic. Das war damals, war die Midgard. Danke. Ja. Ähm, äh, war die, Cruise, war die Might and Magic Reihe, glaube ich, noch bei 3DO? Und 3DO meinte okay. irgendwie so ein Multiplayer-Spiel mhm. für Might mhm. and Magic rausbringen. So ein Action-Spiel. Ja, ja, so ein bisschen mhm. wird es hier mit Heretic und Shadow Man verglichen. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Ja. Schade, ne? Magst du Kiss? Mhm. Nie gespielt. Nee, ich meine die Band. Ach so, ja, Poison, einer meiner absoluten Lieblingslieder. Und das ist das Spiel zu der Band? Nein, ehrlich? Doch, ja. Und, Und da das ist, ist auch ziemlich Musik cool. von denen drin oder wie? Äh, da, ich weiß nicht, ob die Musik. Also zumindest die Bandmitglieder. Ich finde es total lustig. Das Ding ist von 2000, da steht Vier bejahte Herren. Ja. Die wissen schon, dass die bis letztes Jahr aufgetreten sind. Das <laughs> wussten die 2000 nicht. Wie sollen die das nee, wissen? aber haben die gemacht. Und die treten immer noch auf, haben sie gesagt. Ich, halt Robin, ich habe ich, ich hab mich auch gewundert. Ich wollte das jetzt nicht Ach, so Päusen sagen. Ist Alice Cooper. Weil ich nee, mir nicht sicher war, war, war ob es von Kiss nicht auch noch um Poison gibt. Nein, 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 nein. Du hast recht. Aber ja, Kiss, mein Vater war großer Kiss-Fan. Ähm. Ja, mehr, Aber das, halt ist, keinen Titel ein. das liegt daran, dass beide Spiele, das Alice und dieses hier, ich glaube, die Quake 3-Engine benutzen. Mhm. Auch Robin hat recht, klar, Alice Cooper. Mhm. Habe ich, ist ein ganz cooler Shooter. Ich freue mich, glaube ich, mhm. drauf, den zu spielen. Er ist halt, mhm. gehört halt wirklich in diese Reihe super weirde Shooter. Aber trotzdem vom Gameplay her und so nicht schlecht. Hatte sie top nicht erst aufgehört? Die waren beim letzten Konzert 500 Jahre alt. Jeder. Ja, gefühlt waren die aber auch schon beim ersten Konzert schon 500 Jahre alt. Wollte ich gerade sagen mit ihren Bärten. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, mhm. dass ich zwei Alice-Spiele gespielt habe ja, von American McGee. Aber es gab ja auch noch ein drittes, oder? Ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das erste und zweite gespielt habe oder das erste und mhm. dritte. Keine Ahnung. Mhm. Es gibt nur zwei. Ach, das Dritte kam nie. Ja, dann habe ich die beiden gespielt, oder? Moment. Ich dachte, er hätte versucht, das Dritte zu Kickstarten. Ach nee, Moment. Ich hätte wahrscheinlich American McGee eingeben sollen. Ne? Okay, so geht es auch. Dieses hier meinst du, ne? Das mhm. habe ich gespielt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das habe ich sogar durchgespielt. Ein wunderbares Spiel. Ein wirklich wunderbares Spiel. Ja, ja. Das habe ich gespielt. Oh, zusammen mit Clive Barkers Undying. Undying ist auch so ein tolles Spiel. Es hier irgendwie... American McGee's Ellie Series. Das? Genau. Achso, dann war das Madness Returns. Okay, doch, dann habe ich beide gespielt. Dann habe ich beide mhm. gespielt. Gut. Ja, großartig finde ich auch. CC Top hat 24, 25, 37 Konzerte. Wow. Das ist echt Hammer. Ja, fürs Dritte gab es eine Kickstarter-Aktion. Ja, ich erinnere mich, dass äh, American McGee auch das versucht hat, das Spiel zu publishen, und die Publisher ihm irgendwie so doofe Antworten gegeben haben, dass er gesagt hat: Weißt du was? Ich lasse den Scheiß mit Spiele machen. Heute lohnt sich nicht mehr. Ich meine, er hätte irgendwie ein total kompliziert. Er hätte die Kickstarter, die Kickstarter-Kohle, wollte er nicht für das Spiel haben, sondern um das Konzept auszuarbeiten. Oder irgendwie mhm. so. Und dann wollten die Publisher, EA etc. irgendwie noch, noch irgendwie was on top haben oder so. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Mhm. Er hatte die Rechte nicht. Kann auch sein. Es war auf jeden Fall was typisches so. Ja, EA-mäßig, was man bei EA als Antwort äh, erwartet hätte. Hast du Torment gespielt? Wo war. Es sind, es sind Baldur's Gate 2 und Planescape Torment beide im gleichen Monat rausgekommen? Da kann ich mich nicht dran erinnern. Das erklärt aber, warum ich Planescape Torment nie gespielt habe. Ich habe natürlich ich Baldur's nicht. Gate 2 gekauft. Ich auch nicht. Genau das ist das Problem. Und das Spiel muss ja auch grandios sein. Von der Story wird es ja wirklich hoch gelobt. Und da gibt es ja auch die Enhanced-Version, glaube ich, die man heute noch spielen kann. Ja, und es gibt doch einen Nachfolger, oder? Stimmt, es gab einen Nachfolger. Tides of Neumbra ja. oder so, heißt das nicht ja, so? Ja, das habe ich aber nicht gespielt. Ich auch, auch nicht. Ich also auch, beide ja. nicht, aber da, irgendwann werde ich sie mal spielen. Also das ist nicht, ähm, nee. nicht von der Liste gestrichen. Ich habe sie auch beide. Also das neue nicht, aber das hier habe ich, ja. Ich auch, ja. Und ich glaube, es ist ein Zumindest in Deutschen relativ selteneres ähm, BioWare-Spiel. So, der so Alexander, ist das nicht. hast du ja jetzt. Das hast ich gehabt. schon. Ich hab's gehabt. Robin weiß, was ich meine. Nein, ähm, das habe ich auch tatsächlich. Ich hab's damals aber nie groß gespielt. Ich fand Transport Tycoon irgendwie cooler. Weiß nicht warum. Aber du musst schon zugeben, ich finde es, ich habe es nie gespielt, aber es mhm. spricht mich total an die Grafik, erinnert das mich irgendwie an modernes Patricia 2, oder? Ja, ist es auch, ist es auch und ähm, da haben die einen guten Job gemacht und ähm, ja, da freue ich mich drauf. Und guck mal hier, Brandenburger Tor, das ist natürlich schon cool, ne? Ja, finde ich auch. Teils auf Numenera, ja. ah, okay. Planescape der Hammer, zumindest als Let's Play, wenn jemand vorliest. Ja, gut, klar, das müsste man schon machen. Gut, da können wir drüber wegblättern. Mhm. Weihnachtsshopping. Lass uns noch das Weihnachtsshopping machen und dann würde ich sagen, machen wir den Abbinder heute. Damit ich wollte gerade Robin sagen, das Weihnachtsshopping mache ich nächstes Mal mit Robin. Ach so, okay. Da hätte ich jetzt noch Lust drauf gehabt. Okay, dann, dann machen wir das weiter, Weihnachtsshopping noch. Mhm. So, für einsteiger Drakan, war das wirklich so einfach? Ich fand es nicht einfach. Also Draken hat ähnlich wie Tomb Raider, glaube ich, punkten wollen mit einer attraktiven mhm. jungen Dame als Protagonist. Mhm. Für mich der große Vorteil war, dass man... Hier diesen Drachen fliegen konnte, aber man konnte auch einfach absteigen und dann in Dungeons gehen und so weiter. Das hat schon, mhm. das fand ich krass. Das war schon eine riesige mhm. freie Welt, durch die man durchfliegen mhm. konnte. War es natürlich nicht. Es waren alles Schlauchlevel oder größtenteils Schlauchlevel. Aber trotzdem, ich fand es ganz spannend. Ich fand es mhm. aber auch sehr schwer. Also mhm. einfach fand ich es nicht. Ich habe es nie durchgespielt. Aber das kann auch an mir liegen, weil man halt mhm. auch so ein bisschen hüpfen und springen musste, stellenweise, wenn ich mhm. mich recht erinnere. Ja, Rayman. Kann ich gar nichts zu sagen? Ich auch nicht. Ich habe ja erst ähm, das letzte Rayman ausgiebig gespielt, als ich es den Kindern gekauft habe. Und da gibt es eine ganz tolle PlayStation 4-Version. Rayman Legend. Das habe ich für die Vita. Ich habe es auch ah. auf der Vita versucht zu spielen. Da hm. war ich mal wieder so weit, so schwer können Plattformer nicht sein. Das ja, können ja, andere ja. auch, das musst du auch können. Und nein, sie sind schwer. Und nein, ich kann es nicht. Aber sie sind wirklich wunderschön. Und ich habe es mir tatsächlich erst kürzlich auf dem Steam Deck installiert. Mm. Das funktioniert auch. Und das ist ganz gut. Ja, ja, das passt gut aufs Steam Deck. Fitzeltchen sagt, schöne Abwechslung für die Leute, die von Lara, ge Lara genervt waren. Von Draken. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja, Unreal. absolut. Unreal, ich glaube, da kann man nichts falsch machen. Ja, das ist schon echt, echt guter Shooter. Vor allen Dingen ja. am Anfang steigt es so stark ein durch diese. Geskripteten Sequenzen. Der, der, mhm. der Start von Unreal ist so stark, das mhm. war damals richtig beeindruckend. Heute natürlich jetzt nicht mehr so. Und später im Spiel gibt es auch nicht mehr so viele geskriptete Sachen. Aber es war trotzdem richtig, richtig gut. Nee, ich meine nicht den Flug, die Kamerafahrt, die war beeindruckend, sondern ich meine das, wie man in diesem Raumschiff abgestürzt ist, wie dann das Licht ausgeht, wie man so durch solche. Ich weiß nicht, ob das Belüftungsschächte oder Wartungsschächte mhm. sein sollten oder so. Und dann explodiert was und da kommt Rauch. Es war Rauch, der halt nicht komplett im Nebel war, der dich nicht mhm. komplett eingenebelt hat, sondern so Stück für Stück, der dann wohl, ja, so in Anführungsstrichen Volumenrauch und so weiter. Das war schon, das war richtig gut. Also der Start ist richtig spannend gewesen, ja. Das Spiel heißt ja wie die Engine. Andersrum wird ein Schuh draus, ja. Spiegelboden, ja, absolut richtig. Das war beeindruckend. Hm. So. Command Conquer 3. Ist das Tiberium-Konflikt? Ja, oder? Ja, müsste es sein, ne? Habe ich nicht mehr gespielt, obwohl es ja interessant das ist, weil. War das das nicht mit den Voxel-Engine? Ich glaube schon, ja. Aber habe ich nicht mehr gespielt, kann ich, ich nicht Ich auch nicht. Ich habe zwar in meiner Sammlung, aber ich habe es nicht gespielt. Anders als das nächste. Das habe ich auch sehr gerne gespielt. Age of Empires 2, 2 war toll. Ne? Ja, toll. Die, diese ähm, historischen. Ah, Tiberium Sun war es, ganz genau, ja. Genau, Tiberium Sun. Genau. Ja. Das habe ich auch nicht so gespielt. Aber Age of Empires habe ich wirklich. Ich habe sogar die Kampagnen durchgespielt, weil ich sie fantastisch fand. Das weiß ich ehrlich. Ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe es nicht gespielt, weil wir uns im Multiplayer, glaube ich, überspielt haben mhm. davon. Ah, genau. Okay. Genau. Das war nämlich. Da, da habe ich mich auch dran erinnert mit den gefakten Screenshots, wo es den, auf, den Aufschrei gab. Fitzchen es. AOE 2 über 1000 Stunden. Ja, kann ich verstehen. Ja. Das nächste habe ich auch ist, nie gespielt. Ach, ja. du hast Anno 602 nie gespielt? Oh, da ist ja echt was verpasst. Das ist ein tolles Spiel. Das ist ein fantastisches Spiel. Das macht so viel Spaß. Das hatte echt, niemand bei uns. Ein Aha-Erlebnis für mich. Es ist ein ganz anderes Spielprinzip halt als Age of Empires natürlich oder auch Siedler und es hat mich von der Grafik äh, gehabt, aber auch diese Warenketten einfach aufzubauen, das war einfach erfrischend, war super. Und ich habe alle Anno gespielt, bisher alle, die rauskamen. Auch die schlechten, die in der Zukunft spielen. <laughs> Mehr, das äh, liegt glaube ich daran, dass du, dass es nicht das Intro ist, sondern der erste Level. Du musst dir den Let's Play angucken und den ersten Level. Man spielt das Intro oder man spielt den ersten, das, was ich als Intro oder Anfang bezeichnet habe, ja. Ja. Genau, ähm, Deductor. Im Ubistore-Soft gibt es, und zwar gibt es so eine, ja, Remake will ich nicht sagen, aber die haben schon diese Version noch mal überarbeitet und auch die Netzwerkfunktion jetzt wieder freigeschaltet. Ja, 60 Mark, ist relativ günstig, ne? Wenn man hier oben ja. guckt, 80 Mark, 90 Mark, ist 60 günstig, ja. 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 Anno 1602 konnte man auch zu zweit spielen, per Kabel. Okay, das mhm. wusste ich alles nicht. Ja, Need for Speed 4 Mhm. Ja, war ich schon kein Ich hatte Tor, schon einen Führerschein. Da ich, da ja, nicht. Nee. Ja. NHL 2000 habe ich auch nicht gespielt. Kurz sowieso auch nicht. Auch nicht. Oh, jetzt bin ich gespannt, was der Mick sagt. Combat Flight Combat Simulator. Flight von Microsoft? Ich kann mich dran erinnern, den Combat Flight Simulator war das, ich glaube, hm. War der zweite dann im, Pazif im Pazifik? Wenn ich mein, hier steht, der auch, erste ich, ich, ist über ich Europa. Ich gucke nämlich nach oben. Ich bin nämlich auch am Gucken gerade. Bei mir ist das Cover so blau. Ich weiß gar nicht, welches ich habe. Ich muss mal gucken. Das war auch schon fast zwei Jahre alt. Anno kam 98. Ja. ja. <laughs> Pensio 133 habe ich noch. Aber 60 Mark habe ich nicht mehr. Ich auch nicht. XAM. <laughs> Also, ich habe auf jeden Fall das im Pazifik gespielt, weil es das Spiel mhm. war, was am ehesten wieder an Aces of the Pacific rangekommen ist. Mhm. Leider haben sie es irgendwie nicht hingekriegt, die Immersion und die Atmosphäre aufrecht zu erhalten, weil ich mich daran erinnere, ich meine, es gab so Zwischenbildchen oder Hintergrundbildchen und die waren so im Comic-Stil gezeichnet. Und das passte für mich überhaupt nicht zusammen. Mhm. Eine realistische Simulation mit so einem Comic-Stil passt für mich gar mm -mm. nicht. Ja, guck dir mal an, wie toll hier London gestaltet ist. Ja. Ne? Der war auch. Ansonsten war der Combat Flight Simulator gut. Da kann ja. man nicht sagen. Das habe ich nicht gespielt, aber du ich hast glaub, es Ich glaube, ja ich auch schon. nicht. Hast du nicht? Ah, okay. Ich glaube, da ich ähm, ich habe was vom Screenshot fast genau das gleiche mhm. Spiel sein könnte, nämlich Comanche 3. Das habe ich gespielt. Mhm. Ich glaube, Amethyst mhm. 3 habe ich nicht gespielt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich eins gespielt habe und vielleicht mal zwei zugesehen habe und drei vielleicht mal auf irgendeiner, wie Thorsten eben auch, auf einer unbelabelten CD gehabt habe. Also richtig ausführlich gespielt habe ich nicht. Mhm. Dr. Rossi, mhm. hallo, dir einen schönen Start in die Woche. Ja, ja genau, dieses normal. Comanche. Ja. Oder warte mal, nee, ist das? Die Gold. Gold Edition, genau, genau. Ne? Das, ist, das ist das Comanche äh, 3 gewesen, ja. Mhm. Die fand ich eigentlich ganz, ganz cool. Aber mhm. war bei mir technisch auch schon so ein bisschen ruckel, mehr auf der ruckeligen Seite. Kennst du das hier? Ähm, Darkstone, nee. Ist von ich glaube, das war ein französischer Entwickler. Bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig mhm. sicher. Das habe ich mit Freunden hoch und runter gespielt. Okay. Okay. Ich meine, in den Semesterferien hatten wir so Bock auf Diablo 2. Aber Diablo 2 ist überhaupt nicht rausgekommen, die Scheiße. Mhm. Da hatten wir nur Darkstone. Und Darkstone konntest du halt auch... DSI, das kann natürlich auch sein, ja. Robin, ich glaube, du hast recht. Und Darkstone konnte man zu viert. Hm, Delphin könnte auch. Ich guck jetzt nach. Das ja, konnte man mal. zu viert im Multiplayer spielen. Hm. Zeig mir auch das Cover, das fände ich auch interessant. Das hier? Ich kann es überhaupt nicht einordnen. <laughs> nee. Das ist nicht das Cover. Das ist nicht das deutsche Cover. Das hier ist das deutsche Cover. Nee. Das ja. Seh ich heute zum ersten Mal. Das hier ist es was für eine Bewertung haben? Ist von DSI, hat es recht, Robin. Hat es ja. recht, ist von DSI. 7,2. Damals hat es nicht so eine gute Bewertung bekommen, das weiß mhm. ich, weil die Zeitschriften gesagt mhm. haben, äh, so gut ist das nicht. Ein Diablo-Klon, ja. ja. Hm. Mhm. Mhm. Aber es war halt echtes 3D. Man konnte ja. das rumdrehen und so weiter. Mhm. Ähm, genau, man hatte zwei Charaktere. Man konnte zwei Charaktere gleichzeitig, also man hat zwei Charaktere gleichzeitig gespielt. Der eine ist immer so ein bisschen hinter einem hergelaufen. Aber ich glaube, dass, das war nervig. Aber wenn man es im Multiplayer gespielt hat, war das nämlich nicht mehr so, wenn ich mich recht erinnere. Es gab viele, viele lustige Sachen. Also wie gesagt, ich hatte mit dem Spiel viel Spaß. Es ist mhm. kein schlechtes Spiel gewesen. Mhm. Und als Überbrückungsmahlzeit zu Diablo 2 war es das allemal wert. Wir haben es mehrfach mhm. durchgespielt im Multiplayer. Ja, cool. Sehr cool. Ja, das nächste kann ich schon erahnen. Ja, <laughs> sehr schön. Ja. Hast du das auch Sind im Multiplayer gespielt? Hm? Es gab ich? später, es gab später ja. einen ziemlich großen Patch, wahrscheinlich auch auf irgendeiner GameStar-CD, mit dem du mhm. das im Multiplayer spielen konntest. Das war ein bisschen frickelig mhm. und lief nicht ganz so hundertprozentig. Man mhm. musste zwei, dreimal halt neu starten. Aber. Ja, war, ein, war nee. ein gutes Spiel. Nee. Kusett, den im Interview? Wen, wen meinst du, Robin? Ach, den hättest du gerne im Interview. Alles klar. Ich weiß ehrlich <laughs> gesagt nicht, wer das ist, Robin. Ja. So, und jetzt kommt etwas, was ich mich ein verwunderlich finde. Wir haben ja hier Rollenspiele und jetzt kommt plötzlich so ein Adventure, ne? Ja, story irgendwie, ne? Rollenspiele und ja, Adventures, aber, also. Ja, ich hätte es getrennt. Ich hätte. Gut, vielleicht gab es nicht mehr genug Adventures 2000, die man hätte besprechen können. Ja, also. Ich mag manche Allen drei nicht. Ich auch nicht. Ach, ich von bin aus der Kajüte schon gar nicht rausgekommen. Direkt die Einfangssequenz. Ach, ich mochte die Grafik schon nicht. Jeder sind diese zwieligen Wolken und schrägen Perspektiven mhm. und das ist alles nichts für mhm. mich. So, jetzt wird spannend. Hardware. IntelliMors. Ja, das ich war eine gute Maus, damals auch noch gehabt. Diese habe ich, glaube ich, nicht gehabt mit fünf Tasten, da kann ich mich nicht nee, dran erinnern. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber ich hatte auf jeden Fall eine Intelli-Maus. Die waren einfach ich die auch. besten. Ja, Wahnsinn. Eine Revelator 3D. <laughs> der Galuschka. Den Wingman oh. Gamepad brauche ich natürlich überhaupt nicht. Guck dir mal die Anzahl der Knöpfe an, da bist du ja echt total knirre. Da ist doch vorprogrammiert, Wieso? dass du falsch drückst. Ja, aber das braucht man doch hier. Sechs Knöpfe ist doch hier. Ähm, Prügelspielpflicht, oder? Mhm. Ja, ist es. Aber dieses komische Steuerkreuz, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Was aber... Ist ja. einem, ähm, math ähnlichen Farbton. <lacht> ja. <lacht> äh, Xam sagt, ach, weil ich etwas spät gekommen bin. Ich habe mir eine Schreibmaschine gekauft mit Centronics-Schnittstelle und sie druckt Mega-Sam. Das ist natürlich cool, wenn du dann auf deiner Schreibmaschine was ausdrucken kannst, ne? Tack, 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 tack. <laughs> Ein schönes Geräusch. Ja, drückst du nächstes Mal ASCII-Art aus. Ne? Hey Franke, dir einen schönen guten Abend. Guck mal, wie teuer das Zeug schon damals war. 650 Mark für so einen computergesteuerten Roboter, ne? Ja, genau. Das ja, waren Mind die Anfänge bom. von Mindstorm. Ja. Ist immer noch so teuer. Ich hatte ja vor ein paar Jahren meinem Sohn das geschenkt. Ähm, ja. Ich habe auch mal den Storm. Ich habe da relativ lange mit rum, rumgespielt. Ja. Mir hat das Spaß gemacht. Ich werde es auch nicht weggeben. Ich werde irgendwann mal damit anfangen zu ja. hin und zu bauen. <laughs> so, und die Voodoo 3. Ja. Ich glaube tatsächlich, die Voodoo 3 war auch meine erste meine nee. karte Die hatte ich nicht mehr. Ich, ich glaube, da hatte ich eine. Nee, ich weiß nicht, was ich hatte. Ich hatte Kur Wahrscheinlich hatte ich da noch meine beiden Voodoo 2. Danach hatte ich eine FireGL. Wobei. 2500 oder so. Die hatte einen Per Media 2-Chip, was auch nicht so mhm. gut war. Obwohl, mhm. unter 3D Studio und Lightwave und so lief die natürlich wie verrückt, aber. Ja. ja. Gab's denn. Also, ich habe mir die Grafikkarte 98, 99. Gab es da schon die Voodoo 3 oder war das schon noch die 2? selma ich würde sagen das war die 2 aber dann war das die 2 okay dann war es ich habe mir 98, 99, wo du 2 gekauft ob es da schon eine 3 gab weiß ich ehrlich gesagt nicht hm. im chat ja, wird klar. gefragt wie es dir eigentlich in bratislava ergangen ist sehr schön tolle stadt wirklich eine reise wert und das nächste mal möchte ich auch etwas den die umgebung erkunden und ähm, ich habe fest beschlossen nächstes jahr mal mit dem auto hinzufahren um mir auch die andere städte in der slowakei anzuschauen und die dörfer aber unter uns, die, Do ähm, die, 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 doch, die Donau verglichen mit dem Rhein, das ist ja echt ne, ein Bach. Ne? Und bevor wir jetzt aufhören, Alexander, und du noch weiter ja, ins Schwärmen ja. kommt in den Chat, jeder, der ein SIP-Laufwerk hatte, eine 1 in den Chat. Und jeder, der keins hatte, eine 2. Ich bin gespannt, wie viele ein SIP-Laufwerk hatten. Hattest du eins? Da ist die Antwort. Ah ja. Du hattest keins. <laughs> Kein Unglaublich. <laughs> 52 ist nicht die Antwort, Krümelmonster. Warum dieser Error da immer kommt, da muss ich nochmal in das Skript reingucken. Der sollte nicht kommen. Ich glaube, er versucht einen Ach. zweiten Timer zu starten, was Quatsch ist. Mhm. Da stimmt bestimmt was mit. Der Zeit das ist nicht. automatisiert. Ich war beim letzten Mal schon so beeindruckt am Freitag, als ja. man über das Spiel abstimmen konnte, wie schnell du das Ergebnis hattest. Nee, das ist äh, für den Bot habe ich einen Skript angepasst, der ah. das ausrechnet. Der rechnet gleich auf Meridian und sowas aus. Ja, Toll. Aber scheinbar funktioniert es nicht so ganz hundertprozentig richtig. Also ich habe jetzt nicht mitgeschrieben. <laughs> nee, ich auch nicht. Jedenfalls SIP-Laufwerke, wir mussten die im Studium sowieso haben, weil die Pflicht war. Mhm. Mhm. Es war halt so auch, dass man auf Disketten halt nicht mehr viel hin und her mhm. äh, transportieren konnte und CDs halt zwar erschwinglich waren, aber trotzdem RWs ging halt so und es gab halt nur einen mhm. Brenner und dann musste halt immer warten und so weiter. Das war mhm. halt wirklich wirklich nervig. Mhm. Zwei hatten, äh, 14 hatten keins und elf hatten eins. Also es hatten mhm. mehr Leute kein SIP-Laufwerk. Interessant. Ja, ich hätte gedacht, jeder hat eins gehabt. Nee, ich, ich hätte eher gedacht, dass der Anteil derjenigen, die keine hatten, viel größer ist. Die coolen Kids hatten ein Zip-Laufwerk. Ja, ich hatte einen 200er, glaube ich, und 250er oder erstmal damals und vor 250, ich weiß nicht mehr. Ich war damals froh, wenn ich meinen Zip, äh, wie heißt der Verschluss, zumachen konnte. Egal, also laut glaube ich dir. Hatte ich, ich hatte mal ein ganz billiges, ganz am Anfang und danach nie wieder eins. Ich hatte nie welche, weil ich hatte ähm, bis vor ein paar Jahren immer meine Musikanlage dran angeschlossen, also den Rechner. Und über die Boxen meines Computers, also meiner Musikanlage, Pioneer-Boxen sind das. Und eine, Quatsch, Kanton-Box und eine Pioneer-Anlage über den Verstärker laufen lassen. Und das fand ich total genial. Das war ein super Sound. Zu der Zeit habe ich das auch mal gemacht. Aber da gab es ja auch nicht. Ähm, ähm, 3D-Sound, wo man dann hören konnte von Doch, nach doch, doch, also, doch, doch. Ja, aber nicht schon, aber nur zwei, ne? Zwei nee, 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 nee. Es gab von echt? Creative auch richtige ah, Dolby Surround. Okay. Und es war auch, Dolby Surround war auch schon mit im Spiel. Da konntest du dir ah, dann halt okay. deine Boxen okay. hier hinten irgendwie so aufstellen und okay. musstest okay. immer aufpassen, dass du das Kabel nee. nicht in die Schuhe ja. kriegst und so weiter. Nee, das hatte ich nicht. Marc sagt, er ja, hätte Streamer-Tape. Ja, okay. Das, das, das hatten dann die ganz coolen Kids. Und Jara sagt, die Kids, die dachten, sie wären cool, hatten einen Zip-Laufwerk. Mhm. So, guck mal den Monitor oh, hier, von Elsa. Du hast einmal über 19 ja. Zoll. 1300 D-Mark, verdammt. Braucht man nicht. 17 reicht völlig. Das mein mein, also okay, das Pioneer den Brenner mhm. hatte ich nicht. Und mhm. ich hatte damals auch noch kein DVD-Laufwerk, aber ich meine, ich hatte ein Pioneers, nee, ich hatte ein ich hatte ein Sony-Slot-In. Ich hatte ein Sony-Slot-In-Laufwerk, weil irgendwann hatte ich mal angefangen, mir die Slot-In-Laufwerke zu kaufen. Und die sind einfach so viel besser wie die mit der blöden Schublade. Ich war ein mhm. Riesenfan von Slot-In-Laufwerken. Mhm. Mhm. Heute gibt es die, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Mhm. Alles glaub Laufwerke. Wenn also, es doch Laufwerke gibt. Mit kriegt, Schublade, ja, ja. Eigentlich ich, muss man sich jetzt ein paar auf Vorrat kaufen, Selma, weil ich weiß nicht, wie lange es noch welche gibt. Ich glaube, man braucht ich glaube nicht, Alexander. Es gibt so viele. Also ich brauche die, weil ich installiere ja die ganzen ähm, DOS-Spiele und ähnliches ja. Ja, ja, aber es gibt doch noch so viele. Also das okay, okay. ist. Ich glaube nicht, dass man sich die auf ja. Slot-In überlebt? Ich glaube nicht. Ich meine, bei der Playstation und so, ich denke bei der Xbox, das sind alles noch Slot-In, aber jetzt im Laufwerkbereich, ich glaube irgendwie nicht. Aber gibt es bestimmt immer noch. So. Also, ich würde Ich vorschlagen, glaube, wir sind jetzt durch, oder? Ist das nicht hier schon das genau. nächste, der nächste Block? Genau, das ist der nächste Block. Feedback, Feedback ja. Promis 2000. Die Top 100. Okay. Das kannst du in Ruhe und ausgiebig mit Robin besprechen. Wir sind auf Seite 46, Alexander, sind schon richtig weit gekommen. Ich sehe schon, dass ich aus dem Urlaub zurückkomme und wir immer noch nicht. <laughs> genau, sind. und wir machen die Ausgabe zu Ende. Möglich ist das. <laughs> ja, aber es ist super schön, eine Gamestar zu blättern. Ich freue mich ich auch. wirklich auch auf die zukünftigen Folgen, wenn wir dann, ich meine, wir würden ja mit 97 ja anfangen, da kam nämlich die erste raus. Ne? Ja. 97 war das, glaube ich, selber. Und so, äh, ja, da haben wir ich, jetzt, ja, oder ich 98? Schon. Ich weiß es nicht, ja, kann sein. Ne? So um den Dreh und da freuen wir uns wirklich drauf auf die vielen Spiele, die es dann dort zu entdecken gibt. Ich freue mich auch schon drauf und ich denke, es ist auch nicht schlimm, wenn man eine Ausgabe meint, zwei oder vielleicht sogar drei. Nein. Ausgaben mal besprechen. Ich glaube aber auch, dass ähm, die älteren vielleicht wieder ein bisschen kürzer sind. Will wir werden mal gucken. Das ist wie gesagt die Dezemberausgabe, ne? also die Weihnachtsausgabe. Ja. Und die ist natürlich wahrscheinlich noch, na sieht man auch im Special, die Weihnachtsgeschenke. Das ist natürlich in der Februar-März-Ausgabe nicht drin. Ne? Xam sagt, habe heute ein Video in Hardware von der Schreibmaschine gepostet beim Drucken. Wo hast du das mm. gepostet? Das Slot Inlaufwerk im bunten iMac war Grütze nach sechs. Ja, die Slot-Inlaufwerks bei den iMacs waren sowieso sehr grütze. Die waren häufig. Ich habe auch noch ein iMac von meiner Frau hier stehen, der ein defektes Slot-Inlaufwerk hat. Und die zu wechseln ist jetzt nicht so easy. Michael sagt, das Problem mit CD-Laufwerken wird auf lange Sicht die Linse sein. Die ist nämlich bei allen neuen Modellen aus mhm. Plastik, bei den ersten war sie noch aus Glas. Ja, mhm. also. Ja. Ist so oder der Laser oder also irgendwas ist immer, ne? Also selbst die CD, die CD-Player, die ich habe, da bei Zweien war der Laser äh, defekt. Da braucht ich muss ich eine neue Lasereinheit kaufen. ja passiert halt auch irgendwie, ne? Die erste reguläre Ausgabe der Games war 10.97 Anfang September erschienen in CD-ROM Version in, inklusive CD-ROM Version zum Preis von 6.99. Ah, danke schön. Euch in Hardware. Ach so, ja, danke. <laughs> danke im Discord. Das schaue ich mir gleich gerne an. Da bin ich schon gespannt. Mhm. Wer mehr von uns sehen will, morgen gibt es ein Video von mir von Iron Assault oder aber ein Abschlussvideo von Ultima Underworld. Bin mir noch gar nicht sicher, wie wir das machen. Vielleicht sollte ich erst Ultima Underworld abschließen und dann zum Abschlussgespräch übergehen, wenn Alexander gegen September mal aus seinem Urlaub wieder zurückkommt. Äh, das ähm, zu Ultima Online hätte ich äh, Underworld. Äh, Underworld hätte ich noch eine Frage und vom lieben Christian der hatte mich nämlich angepinkt ob es denn einen deutschen Patch gibt weißt du das oder jemand hier aus der Community also ich weiß dass es für die Playstation Version die wir noch spielen wollen vielleicht mache mhm. ich das auch und nicht äh, muss ich mal gucken da gibt mhm. es die ist nur in Japan raus erschienen für die Playstation mhm. und da gibt es eine gepatchte oder einen Patch auf Englisch. Ob es einen Patch für die deutsche Version gibt von Ultima Underworld, wage ich zu bezweifeln. Ist mir bei meiner Recherche nicht aufgefallen. Mhm. Okay. Dann hätten wir das auch erledigt und ich kann das als To-Do von meiner Liste vom Urlaub streichen. Ja. Sehr schön. Ja, und Puh. wie gesagt, am Donnerstag SimCity, Schneider CPC-Version, lasst euch nicht abschrecken, wagt dort einen Blick hineinzuwerfen. Es lohnt sich, ist eine interessante Erfahrung gewesen. Ja, finde ich auch. Und Zorg 1, ne? seit gestern könnt ihr Selma und mich durch den Wald irren sehen. Ja, das auch. Ich finde es immer wieder eine gute Erfahrung, dass wir mal über den Blätterrand rüber gucken. Und ich finde es ein bisschen schade, dass ich halt meistens solche Spiele habe, die halt nicht auf so vielen anderen Systemen released wurden. Ne? Ja, also. leider. Das ist der Vorteil bei SimCity: da fällt es einem eher sogar schwer zu entscheiden, welche Portierungsfolge man nicht bringt. Ja, das ist richtig. Und ich wollte ja eigentlich die CD-TV-Version rausbringen, aber Selma, da ist das Problem, dass ich eigentlich so, ein, so, so eine CD-TV-Fernbedienung für bräuchte, um es vernünftig spielen zu können, weil da wirklich sehr viele Tasten gelegt mhm. werden, die ich noch nicht alle identifiziert habe auf der normalen Tastatur. Okay. Ähm, da muss ich noch ein bisschen üben. Vor allem habe ich nicht herausgefunden, wie ich auf Pause drücke oder langsam oder schnell stelle. Und das ist schon wichtig bei SimCity. Deshalb okay. wollte ich eigentlich die CD-TV-Version euch vorstellen am Donnerstag. Hat aber nicht geklappt. Und dann bin ich halt auf die Schneider-CBC-Version gewechselt. Gut. Nope. Sam, ich, ich sagen dir zwei Wochen Erholung von mir. Ja, ich wünsche dir. Ich euch auch. Auch natürlich zwei Wochen Erholung. Erhol dich gut, hab einen schönen Urlaub. Nein. Euch im Chat hoffe ich, dass ihr einen schönen Abend hattet. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, mit Jörg auch mal durch die ähm, Retro-Gamer zu blättern und natürlich durch die GameStar auch. Und ich hoffe, Robin sitzt schon zu Hause, freut sich, macht sich Notizen, über was wir das nächste Mal sprechen wollen. Robin, ich freue mich sehr doll auf das nächste Mal. Nächsten Dienstag geht es weiter. Diesen Freitag. Kein Spielerabend, vielleicht irgendwann am Wochenende wird er nachgeholt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch natürlich die GameStar hier unter dem Link das Abo zulegen und dann selber weiterblättern. Oder aber ihr kommt bei uns im Discord vorbei und wisst, wann es am Freitag den nächsten Stream gibt. Genau, und Robin, vielleicht morgen, ich habe das Problem, dass ich in Köln auf einer Messe bin und. Hoffe, dass ich pünktlich um 20 Uhr zu Hause bin, dass ich bei euch einschalten kann, weil morgen ist beim Retro-Kompott, das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, ne, wieder der Spieleverkauf. Stimmt, ja. Ja, dann Ganz da, wichtig. Da gucke ich auf jeden Fall zu. Ich sag das immer auf jeden Fall, aber mittwochs ist der einzige Tag in der Woche, wo ich eigentlich keine Planung habe. Und meistens ja. mache ich da halt irgendwas, was, wo, wo ich mal so direkt, direkt Lust zu habe. Deswegen verpasse ich das irgendwie, muss ich morgen nochmal dran denken. Ich schneide ja. immer die Videos Selma und höre parallel zu, was Robin und Patrick dort für Angebote haben und kaufe dann so nebenbei Spiele. Ja, das, das, das klingt absolut voltäisch ja. Jawohl. Ja. Das ist wohl zähig. ein Wabonk-Spiel bei ja. jedem Spiel. Ich wünsche euch ja, einen schönen... Ja, lieben Dank für die schönen Urlaubswünsche und ähm, ich melde mich mal. Ich schicke mal ein paar Fotos bei Discord vorbei. Vielleicht gibt es doch irgendwas Retro-mäßiges, was ich dort entdecke. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich, ich bin gespannt. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Woche und ich würde sagen, normalerweise rate ich ja immer jemanden, der... Ähm Retro-Sachen spielt oder halt jemanden, der schon mal bei uns zu Gast war. Und deswegen reden wir jetzt Award, der nämlich Wallheim spielt, aber er ist ein ganz lieber. Kommt hier auch aus der Gegend, war schon zweimal, einmal, zweimal, mhm. weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss er mal wieder herkommen. Das heißt, wir müssen da auch mal wieder mit ihm in einer Zeitung blättern. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mit ihm noch so ein bisschen in Walheim verweilen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine schöne Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.